Ich darf Sie herzlich begrüßen zur 122. Sitzung des Rechtsausschusses. Ich darf vor allem auch zugeschaltet die Vizepräsidentin Petra Pau begrüßen. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Guten Tag. Wir beraten heute über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Und darf vielleicht noch mal darauf hinweisen, Hintergrund des etwas vorgezogenen Zeitrahmens heute ist der, dass wir als Abgeordnete anschließend schnell in die Regierungsbefragung müssen. Deshalb habe ich vor, hier pünktlich dann auch in 2 Stunden, also 12.45 Uhr, zu schließen. Aber die Zeit wird sein, wollen wir gut nutzen. Es geht in dem 6. Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR um Folgendes. Die Bundesregierung stellt hier fest, dass Opfer politischer Verfolgung in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik teilweise bis heute unter den Folgen der Repressionsmaßnahmen leiden. Die wirtschaftliche Lage sei häufig prekär. Das liege unter anderem an durch Haft oder Verfolgung entstandenen Brüchen in der Erwerbsbiografie. Der Gesetzentwurf sieht vor, die wirtschaftliche Lage der Betroffenen durch die Anpassung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften. Nee, Streaming Date, wurde da schon auf Start gedrückt? Bitte? Ist noch jemand in der Schalter? Zu verbessern. Das ist jedenfalls das Ziel des Gesetzentwurfs. Ja, ja. Da ist noch jemand in der Schalte, der vielleicht sein Mikro besser ausschaltet. Ja? Okay. Also, es geht auch darum, Artikel 17 Absatz 2 des Einigungsvertrags dadurch zu erfüllen, nachdem die Opfer des SED-Unrechtsregimes angemessen zu entschädigen sind. Konkret sollen insbesondere ein bundesweiter Härtefallfonds für SED-Opfer, für ehemalige politische Häftlinge eingerichtet und die besondere Zuwendung für Haftopfer dynamisiert werden. Außerdem sieht der Gesetzentwurf eine einmalige Leistung in Höhe von 1.500 Euro für Opfer von Zwangsaussiedlungen aus dem Grenzgebiet der früheren DDR vor. Die Sachverständigen erhalten zunächst Gelegenheit zu einer kurzen Stellungnahme. Wir beginnen alphabetisch, also bei Ihnen, Herr Dombrovski. Noch nicht, ich lese noch weiter die Formalien vorlesen. Für die Eingangsstellungnahme haben Sie jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Man kann den Verlauf der Zeit auf dem Monitor dann auch verfolgen. Im Anschluss an die Stellungnahme schließt sich eine erste Fragerunde an. Die Kollegen Abgeordneten haben also dann Möglichkeit zu fragen. Und die Antworten gehen dann auch wieder alphabetisch, aber in umgekehrter Reihenfolge. Sie, Frau Zupke, würden also dann bitte beginnen mit den Fragen, die an Sie gestellt werden, voraussichtlich. Ja? Für alle Antwortrunden gilt, bitte halten Sie sich mit Ihren Antworten auch immer an einen Zeitraum von 2 Minuten maximal pro Frage, die Ihnen gestellt worden ist. Und die Kollegen seien auch ermahnt, nicht irgendwie Co-Referate zu halten, sondern die Zeit für Fragen und Antworten zu nutzen. Wie viel die Kollegen fragen dürfen, wissen die selber. Das brauche ich jetzt nicht vorzulesen. Nur wir sind bereit, hier schon Wortmeldungen aufzunehmen und auf die Liste zu nehmen. Die Anhörung ist öffentlich, das sei noch mal gesagt. Sie wird live übertragen und ist auch für die Mediathek des Bundestages aufgezeichnet oder wird aufgezeichnet. Es wird ein Wortprotokoll erstellt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne, die zahlreich erschienen sind. Sehr schön, dass Sie auch dabei sind. Aber ich darf Sie darauf hinweisen, dass hier Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet sind und auch Beifalls- oder Missfallensbekundungen auch nicht gestattet sind. Insoweit haben wir jetzt alles Wichtige geklärt und wir können starten. Und jetzt, Herr Dombrovski, würde ich Sie bitten um Ihr Eingangsstatement. Ja, meine Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Einladung. Um es vorweg zu sagen, in 4 Minuten lässt sich dieses Thema nicht sachgerecht vortragen aus unserer Sicht. Aber trotzdem danke dafür. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hat uns im Grunde genommen fassungslos gemacht, weil er aus unserer Sicht völlig am Ziel vorbeigeht, wenn es jemals das Ziel gegeben haben sollte.
den Opfern von SED und FFS zu helfen. Und da sind wir mit unserer Einschätzung gar nicht alleine. Wie Sie wissen, die Opferbeauftragte des Deutschen Bundestages hat hier Vorschläge gemacht. Auch der Bundesrat, was ja nicht selbstverständlich ist, hat sich klar positioniert zu dem Gesetzesvorhaben. Nun, ich beschränke mich deshalb auf einige Grundaussagen, denn unsere Stellungnahme liegt Ihnen ja als solche vor. Das BMJ, die Bundesregierung, sieht die Opfer der SED-Diktatur nicht als eigene betroffene Gruppe. Dadurch, dass zukünftig oder jetzt schon zur Zeit die Entschädigungsregelungen in das SGB XIV überführt wurden, ist anzumerken, dass im SGB XIV die Opfer von höherer Gewalt und Terroranschlägen entschädigt werden. Ich bin aber der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass die Opfer aus staatlicher Willkür der SED-Diktatur kein Opfer höher, kein Thema der höheren Gewalt ist, sondern staatliche Willkür. Der Einigungsvertrag benennt auch ausdrücklich die SED-Opfer in Artikel 17 und weiteren Absätzen als gesonderte Gruppe. Es ist völlig unverständlich, weshalb sozusagen die Opfer dieses Terrorregimes jetzt ein Opfer höherer Gewalt werden sollen. Zu einzelnen Themen. Dynamisierung der Opferrente. Hier ist unsere Meinung bekannt, dass dies völlig unzureichend ist. Und auch wenn es recht thematisch nicht zusammengehört, sei doch daran erinnert, dass die Sonderrenten der Mitarbeiter des MFS mit einem Aufwand von jährlich 520 Millionen Euro in den letzten 5 Jahren um fast 30% erhöht wurden, während die SED-Opfer mit ihrer SED-Opferrente umgangssprachlich, wie es so heißt, nicht bedacht wurden und zukünftig dann an der Rentenerhöhung beteiligt werden sollen. Ich finde, auch wenn es juristisch nicht zusammengehört, kann man es keinem Opfer der SED verübeln, wenn er da Vergleiche anstellt und sagt, die Stasi-Leute werden gepampert und wir gehen leer aus. Bei der Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden soll ein Gesetz, das sich in der Vergangenheit nicht bewährt hat, fortgeschrieben werden. Dagegen wenden wir uns selbstverständlich. Ich glaube, hier ist vor allen Dingen ein hohes Defizit an Wissenshintergrund bei Ämtern und auch Gerichten. Ich möchte dazu anfügen, dass wir allein im letzten Jahr 3 Verfassungsbeschwerden erfolgreich hatten. 2 in Berlin, 1 vor dem Bundesverfassungsgericht. Bei allen drei Entscheidungen geht es immer um die Vermutungsregelung, sowohl bei Heimkindern als auch bei den Gesundheitsschäden. Und hier wird eben festgestellt in 2 Beschlüssen des Berliner Verfassungsgerichtes, dass die Ämter und aber auch die Gerichte sich nicht einmal um das Thema gekümmert haben. Und in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wird dem Oberlandesgericht Dresden in die Begründung geschrieben, gegen das Willkürverbot verstoßen zu haben. Die Aktenzeichen als solche sind bekannt, dass diese Situation, dass der Gesetzgeber das so nicht gemeint hat, das weiß ich selbstverständlich, aber das ist die Situation. Ja, meine Damen und Herren, zum Härtefallfonds nur so viel. Wir haben ja die kuriose Situation, dass ein ausländisches Unternehmen wie die Firma IKEA 6 Millionen in einen Härtefallfonds einzahlen möchte, den es noch gar nicht gibt, nach 3 Jahren in dieser Wahlperiode. Und von daher sind hier alle aufgefordert, aber auch die deutschen Unternehmen endlich auch zu handeln, auch die Deutsche Bahn, für die Sie als sozusagen Abgeordnete ebenfalls Verantwortung tragen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Dombrovski. Es geht dann bei uns weiter mit Herrn Drieselmann, Vorsitzender des Trägervereins für das Stasi-Museum Berlin und Stiftungsratsmitglied der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, ich konzentriere mich auf das Problem des Härtefallfonds. Das ist ja auch der wesentliche Teil, ein wesentlicher Teil dieses Entwurfs. Die Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds ist überaus wichtig und überfällig. Dadurch wird eine flächendeckend einheitliche Hilfe gewährleistet, die nicht vom Wohnort abhängig ist. Die im Entwurf dazu angestellten Überlegungen scheinen jedoch vom Fortbestehen der in den östlichen Bundesländern bereits existierenden Härtefallfonds auszugehen. So wird beispielsweise der Finanzbedarf nur bezüglich
der westlichen Bundesländer veranschlagt. Für eine bundesweit einheitliche Regelung wäre jedoch das Ende der bundeslandbezogenen Härtefallfonds vielleicht nach einer Übergangsfrist notwendige Voraussetzung. Davon bleibt die Möglichkeit, in einzelnen Bundesländern ergänzende Hilfen anzubieten, unberührt. Auf jeden Fall darf die neue Regelung nicht den Eindruck erwecken, es gebe eine unterschiedliche Behandlung der Opfer in Ost und West. Oder, um es mit den Worten von Frau Dr. Ahres, der sächsischen Landesbeauftragten, zu sagen, die Wahrnehmung des neuen Härtefallfonds als Härtefallfonds West wäre ein medialer Supergau. Die Übertragung der Rechtsaufsicht auf nunmehr die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag wäre aus meiner Sicht sachgerecht und fachlich naheliegend, zumal die Rechtsaufsicht über die Unterstützungsleistungen parallel beim Bundesministerium der Justiz liegt. Die vorgesehene komplette Eingliederung der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge, die für die Realisierung des Härtefonds zuständig sein soll, in den Organisationsbereich der Opferbeauftragten erscheint sachlich naheliegend, ist aber aus meiner Sicht aus schwerwiegenden Gründen abzulehnen. Frau Zupke ist als Beauftragte und damit Ombudsfrau richtigerweise den Interessen der Betroffenen, der Verfolgten verpflichtet. Das heißt, sie soll ausdrücklich eher auf der Seite der Opfer stehen und ihre Interessen im Deutschen Bundestag vertreten. Diese wichtige Aufgabe kann jedoch leicht mit der rechtsaufsichtlichen Aufgabe, die Stiftung bei der Ausführung der noch zu erlassenden Härtefallrichtlinien kontrollierend zu begleiten, kollidieren. Im Übrigen erscheint es unüblich, eine Leistungsbehörde direkt beim Deutschen Bundestag anzusiedeln, und es ist meines Erachtens auch nicht notwendig. Die Einrichtung einer zusätzlichen Fachaufsichtsebene würde dieses Problem noch verstärken. Die Fachaufsicht übt in einer öffentlich-rechtlichen Stiftung ein internes Gremium aus. Im Fall der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge ist das der Stiftungsrat, in dem Vertreter der betroffenen Bundesministerien, Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Vertreter von verfolgten Verbänden und nicht zuletzt auch ehemalige politische Häftlinge mitarbeiten. Glauben Sie mir, mehr Fachaufsicht ist kaum denkbar. Die Schaffung einer solchen externen Fachaufsicht würde den Stiftungsrat erheblich in seinen Kompetenzen beschneiden und ihn weitgehend überflüssig machen. Im Gegenteil sollte der Stiftungsrat anders als vorgesehen maßgeblich an der Gestaltung der Härtefallrichtlinien beteiligt werden. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages geht davon aus, dass Bundesstiftungen keiner externen Fachaufsicht bedürfen. Zu guter Letzt, aus meiner Sicht ist die Umbenennung der Stiftung völlig überflüssig. Sie missachtet die jahrzehntelange Tradition dieser Einrichtung und steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem zu erwartenden Aufgabengebiet. Vielen Dankeschön. Dank, Herr Driesemann. Wenn es klingelt, höre ich auf. Ist richtig, und Sie werden ja mit Sicherheit auch noch Fragen gestellt bekommen und Gelegenheit haben, dann weiter auszuführen. Es geht weiter bei uns mit Professor Dr. Frommer von der Uniklinik Magdeburg. Sie haben das Wort. Ja, Frau Vorsitzende, verehrte Anwesende, vielen Dank für die Einladung. Ich werde mich konzentrieren auf die Praxis der Beurteilung und Bescheidung und Rechtsprechung und diesbezüglich auf einige gravierende Mängel hinweisen, die ihren Niederschlag darin finden, dass es sehr, sehr niedrige Anerkennungsquoten gibt. In einzelnen Bundesländern, beispielsweise Sachsen-Anhalt, geht die Anerkennungsquote sowohl in den Versorgungsämtern als auch in der Gerichtsbarkeit gegen null. Woran liegt das? Sie müssen sich vorstellen, für die Verwaltungspraxis der Versorgungsämter und für die Sozialgerichtsbarkeit sind dies seltene Fälle. Ich habe Richter am Telefon gehabt, die sagen, ich bin seit 20 Jahren Richter, ich habe zum ersten Mal so einen Fall zu entscheiden. Und die Aufgaben sind immens. Sie bestehen zum einen in der historischen Tatsachenfeststellung. Wir haben inzwischen eine relativ gute Forschungslage über SED-Unrecht. Die Bibliotheken bei den Landesbeauftragten können Sie ganze Bücherregale mit Forschungsprojekten
Forschungsarbeiten einsehen und wir wissen sehr, sehr viel über Verschubungspraxis, über hygienische Verhältnisse in Haftkrankenhäusern zu bestimmten Zeiten, über einzelne Personen, Täterpersonen, die besonders brutal und grausam waren. Also unser historisches Wissen ist sehr, sehr gut. Aber ich habe Urteile gesehen, Bescheide gesehen, in denen nichts dieses Wissens repräsentiert ist, indem man einfach von den jetzigen Verhältnissen extrapoliert. Es gibt ein Zitat in einem Landessozialgerichtsurteil, in dem drin steht, wenn in den Akten nicht drin stand, dass der betroffene Kläger traumatisiert wurde, konnte er auch nicht traumatisiert worden sein. Übersieht vollkommen, dass es um konspirative Aktenführung ging, die in der kommunistischen Bewegung eine große Tradition hatte und dass eben auch geltendes DDR-Recht massivst verletzt wurde zu Lasten der politisch Verfolgten. Die zweite Tatsachenbeurteilung, die der Richter treffen muss, betrifft die Erkrankung. Und hier ist es genauso, die politische, die Psychotraumatologie und speziell die Abteilung politische Psychotraumatologie ist ein Spezialgebiet, auf dem wir in den letzten 10, 20 Jahren enormen Fortschritt an Forschungsergebnissen haben, sowohl auch spezifisch für DDR-Unrechtssituationen. Das sind neuere Forschungsarbeiten und wir haben auch Anschluss an die internationale Forschung zu Historical Trauma in einem weltweit in Schwung gekommenen Forschungszugang, aus dem wir viel wissen. Das Grundmissverständnis, das eintritt, ist, dass jeder weiß, dass inzwischen Typ 1 Trauma, Flashback nach dem Autounfall, dissoziative Phänomen, das weiß auch jeder Versorgungsamtsarzt, darum geht es aber nicht, sondern es geht um die Typ 2 Traumata, also man-made disaster, sagen wir auch, in dem durch dauernde Beeinträchtigung von Menschen eine Persönlichkeitsveränderung hervorgerufen wird mit erhöhtem Misstrauen, mit Rückzug, mit einem Verlust des Grundvertrauens in soziale Beziehungen und einer Reihe anderer Eigenschaften, die es dem Antragsteller oft unmöglich machen, seine Interessen gegenüber dem Gutachter, gegenüber dem Gericht adäquat sogar zu vertreten. Wir wissen, dass beispielsweise Narrative zerbrechen, wenn es um besonders schwere Traumatisierungen geht. Und das wird dann den Antragstellern zur Last gelegt. Er hat nicht kohärent erzählt, was mit ihm passiert wurde. Dabei wissen wir aus der Psychotraumatologie, das ist ein typisches Zeichen. Drittens scheitert in der aller Regel die Zusammenhangsbeurteilung, weil von der klassischen Denke ausgegangen wird, in aller großen Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem damaligen Ereignis, heutigen Krankheit. Aber wir wissen aus der Forschung, dass das nicht so ist. Über 50% Lebenszeitprävalenz. Also es ist wahrscheinlicher, dass wenn man in Haft war, dass man einen Gesundheitsschaden erleidet, als dass man keinen erleidet. Und deshalb muss meines Erachtens der Gesetzgeber hier tätig werden im Sinne einer kriteriengestützten Vermutungsregelung. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Frommer. Das hat dann das Wort Frau Professor Gläsmer. Auch Sie sind Psychologin. Ja, ich erwähne noch, dass ich von der Universitätsmedizin Leipzig bin. Das steht da nicht drin. Also vielen Dank für die Einladung. Ich kann im Prinzip anschließen an die Worte von Herrn Frommer. Aus meiner Expertise heraus werde ich mich vor allem auch auf die Beurteilung der Gesundheitsfolgen beziehen. Ich leite seit langem eine Arbeitsgruppe zur Psychotraumatologie und habe zu verschiedensten betroffenen Gruppen geforscht, unter anderem auch zu Heimkindern in der DDR. Und darüber möchte ich jetzt noch mal ganz kurz was sagen, weil das eine Gruppe ist, die meistens da auch so ein wenig in den Blick gerät, auch jetzt in dieser Gesetzgebungsinitiative. Das ist ein BMBF-gefördertes Projekt gewesen. Zum Hintergrund, über 500.000 Kinder und Jugendliche waren in der DDR in Heim, 135.000 etwa davon in Spezialheimen und Jugendwerkhöfen mit besonders schwierigen Bedingungen. Und was wir zeigen konnten in unserer Studie, was sich im Prinzip auch einfügt in die vorher bekannten biografischen Narrative der Betroffenen und die Forschung, die es vorher schon gab, die aber jetzt nicht so systematisch auch sich mit Gesundheitsfolgen beschäftigt hat, zeigt ein großes Ausmaß an Unrechtserfahrung, an Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrung. Also das ist eher die Regel als die Ausnahme, da schließe ich mich da auch an. Und auch ein großes Ausmaß an Disziplinar- und Strafmaßnahmen. Unter unseren ganzen Befragten, das waren fast 300, haben nur 17% solche Erfahrungen nicht berichtet, also Straf- und Disziplinarmaßnahmen. Und wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass da häufig auch sowas wie Tage- oder stundenlange Arreste in irgendwelchen Zellen und so weiter dazu kam, nur mal um das zu illustrieren. Und wichtig ist hier auch noch mal zu sagen, dass die
Überlebenden, die in Spezialheimen, Jugendwerkhöfen waren, sehr viel stärker betroffen sind als Menschen, die in Normalheimen unterwegs waren. Zu den Gesundheitsfolgen ist es wichtig zu sagen, und da schließe ich mich, glaube ich, auch an meinen Vorredner an, dass die Folgen sehr wahrscheinlich sind. Bei uns haben über 40% der Betroffenen eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das deckt sich mit den Befunden aus dem Charité-Projekt, wozu Frau Maslahati vielleicht noch was sagen wird. Sehr viele Menschen leiden heute noch unter Depressionen, und man könnte das jetzt noch weiter aufmachen, wenn man noch andere Störungsbilder mit hinzuzieht. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man auch Jahrzehnte später noch gesundheitliche Folgen hat. Aus diesem Grund möchte ich auch dafür plädieren, hier nachzuarbeiten und sich nicht auf die Novelle des sozialen Entschädigungsrechts zurückzuziehen. Und ich schließe mich da auch dem Vorschlag von Frau Zupke an, die für eine kriterienbasierte Bewertung spricht, weil ich weiß aus dem Kontakt mit Zeitzeugen, dass die in langwierigen Prozessen, die sie oft als erneutes Unrecht erleben, im Prinzip retraumatisiert werden. Und mit Blick auf das Alter der Betroffenen sollten wir auch schauen, dass das nicht Jahre und Jahrzehnte dauert, bis die zu ihrem Recht kommen. Und als ganz letzten Punkt vielleicht noch, das ist etwas, was wir auch in unserer Studie untersucht haben, diese langwierigen Prozesse und Begutachtungen sind ein erneutes Unrechtserleben. Und wir wissen, dass dieses Unrechtserleben auch was mit dem heutigen Befinden zu tun hat, dass das das Befinden eher verstärkt, schlechter macht. Und ich würde das den Leuten gerne ersparen. Und mein letzter Punkt schließt auch an Herrn Frommer an. Ich erlebe, es sind ja letztendlich dann die, bei den Gerichten landen, nicht so viele. Es wird häufig dezentral auch bearbeitet. Sowohl GutachterInnen als auch alle anderen RichterInnen, SachbearbeiterInnen und so weiter, die damit zu tun haben, sind nicht unbedingt Experten auf diesem Gebiet. Und hier wünsche ich mir mehr Expertise und Weiterbildung und vielleicht auch, dass die Fälle zentral behandelt werden von Menschen, die sich mit dem Thema auskennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann geht es bei uns weiter mit Frau Dr. Kaminski. Sie sind Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und haben das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung zum Gesetz über die Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer politischer Verfolgung, nicht nur in der DDR, sondern auch in der sowjetischen Besatzungszone, also in der kommunistischen Diktatur, Stellung nehmen zu können. Erklärtes Ziel des vorgelegten Gesetzentwurfs ist es, die rehabilitierungsrechtlichen Vorschriften so anzupassen, dass sich die wirtschaftliche Lage der Betroffenen deutlich verbessert. Aber es geht darüber hinaus auch bei all diesen rehabilitierungsrechtlichen Vorschriften darum, deutlich zu machen, wie systematisch und weitreichend das Unrecht, das in der kommunistischen Herrschaft, also in unserem Fall der SED-Diktatur, begangen wurde, war und wie viele Gruppen und Personen es umfasst hat. Gleich zu Beginn, jede Maßnahme, die zu einer Verbesserung für die Betroffenen von politischer Verfolgung während der kommunistischen Herrschaft führt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Und dies betrifft für den vorgelegten Gesetzentwurf beispielsweise die angestrebten Verbesserungen für bisher nicht berücksichtigte Opfergruppen wie die Zwangsausgesiedelten oder Zersetzungsopfer, aber auch für Opfer des Zwangsdopings sowie die Kopplung von entsprechenden Ausgleichszahlungen für politisch und beruflich Verfolgte an die Inflationsrate und die Einrichtung eines bundesweiten und hier schließe ich mich an die Vorredner an, einheitlichen Härtefallfonds. Dies betrifft aber auch Erleichterungen wie beispielsweise den Verzicht auf die Anrechnung von Partnereinkommen oder die Absenkung des Ausgleichsbetrags bei Renteneintritt für beruflich Verfolgte. Darüber hinaus sind in den vergangenen Jahren, zuletzt 2019, durch verschiedene Novellierungen bereits wichtige Verbesserungen erreicht worden. Und all dies ist wichtig und zu begrüßen. Aber jenseits dieser grundsätzlich wichtigen Verbesserungen bleibt der vorgelegte Gesetzentwurf sowohl hinter den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag als auch hinter den seit langem bestehenden und von vielen Institutionen, von denen viele hier auch repräsentiert sind, wiederholt geltend gemachten Verbesserungsnotwendigkeiten zurück. Und dies betrifft insbesondere zum einen die Streichung der Bedürftigkeit für den Bezug der sogenannten Opferrente in Höhe von 330 Euro pro Monat. Hier sollte nur die Haftdauer und die nachgewiesene politische Verfolgung ausschlaggebend sein und nicht eine heute festgestellte Bedürftigkeit.
Zudem sollte, auch das ist in der Stellungnahme der Landesbeauftragten, aber auch der Opferbeauftragten enthalten, sollte der Sockelbetrag nicht auf den Betrag von 2019, also vor den vielen Inflationsanhebungen, deutlich zugrunde gelegt werden, sondern ein erhöhter Betrag. Zur Begründung wird auf die von den ostdeutschen Landesbeauftragten durchgeführten Studien zur sozialen Lage von Betroffenen politischer Verfolgung aus der sowjetisch besetzten Zone und der DDR sowie deren erhöhte Armutsgefährdung sowie die letzte Anpassung, wie gesagt, aus dem Jahr 2019 verwiesen. Die dringend notwendigen Verbesserungen für die Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden, die bisher nicht im Gesetzentwurf enthalten sind, sind ebenfalls eine dringend zu füllende Leerstelle. Der Verweis auf bestehende Regelungen greift hier zu kurz, da die bisherige Anerkennungspraxis, wie auch meine beiden Vorredner schon gesagt haben, eben genau das Gegenteil der angestrebten Verbesserungen und Erleichterungen belegt. Hier wird für eine, in Anführungsstrichen, sogenannte Umkehr der Beweislast plädiert. Und auch die vorgeschlagene Einmalzahlung für Zwangsausgesiedelte in Höhe von 1.500 Euro scheint mir viel zu unzureichend. In Bezug auf die finanzielle Ausstattung des, wie gesagt, noch nicht vorhandenen Härtefallfonds in Höhe von 1 Million Euro sollte auch unter dem Gesichtspunkt, dass IKEA 6 Millionen zur Verfügung stellen will, noch einmal dringend überlegt werden. Ja, zu den Begründungen im Einzelnen verweise ich auf die Stellungnahme der Landesbeauftragten und der Opferbeauftragten sowie auch des Bundesrats und bedanke mich. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kaminski. Wir gehen dann weiter zu Frau Maslahati von der Charité hier in Berlin. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bedanke mich für die Einladung. Und mein Fokus wird auf möglichen gesundheitlichen Folgen politischer Haft in der sowjetischen Besatzungszone und DDR liegen. Dazu werde ich Ihnen etwas von unserer Studie erzählen, die wir die letzten 5 Jahre an der Charité durchgeführt haben. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass der Rechtsausschuss sich jetzt zum 35-jährigen Jubiläum des Mauerfalls vor allem auch mit dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz beschäftigt und hoffe sehr auf eine Verbesserung dieses Gesetzes. Wir haben an der Charité in den letzten 5 Jahren unter der Leitung von Frau Professorin Häuser und Herrn Professor Röpke ehemals politisch Inhaftierte untersucht. Das haben wir nicht alleine getan, das haben wir in einem Verbund tun dürfen, der vom BMBF gefördert wurde. Und das Tolle war, dass wir Rechtswissenschaften mit im Verbund hatten, Politikwissenschaften, die Gedenkstätten. So haben also unsere Forschung auch von diesen Expertisen und den historischen Hintergründen profitiert. Die politisch Inhaftierten sind zu uns gekommen oder wir sind zu ihnen gefahren, wenn sie das denn wollten. Und wir haben mit ihnen strukturierte klinische Interviews durchgeführt. Das ist der heutige Goldstandard, um psychische Erkrankungen feststellen und diagnostizieren zu können. Wir haben körperliche Erkrankungen anamnestisch erfasst und auch eine Reihe weiterer Untersuchungen durchgeführt. Die Instrumente und Interviews, die wir ausgewählt haben, haben wir in Kooperation mit anderen Studien benutzt, namentlich die NARCO-Studie oder die SHIP-Studie. Das sind Studien, die die Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung untersucht haben. Das gibt uns heute jetzt also die Möglichkeit zu vergleichen, liegen bestimmte Erkrankungen bei den ehemals politisch Inhaftierten häufiger vor als in der Allgemeinbevölkerung, ja oder nein. Und jetzt komme ich auch zu den Ergebnissen. Ja, sowohl körperliche als auch psychische Erkrankungen kommen gehäuft vor bei Menschen, die damals aus politischen Gründen inhaftiert waren. Und dieser Unterschied ist auch statistisch relevant. Meine VorrednerInnen, Herr Professor Frommer und Professor Glesmer, haben es eben auch schon gesagt, auch bei uns 60% der Inhaftierten, also weit mehr als die Hälfte, hat einmal in ihrem Leben mindestens eine psychische Erkrankung. Häufig haben die sogar mehrere psychische Erkrankungen. Damit Sie es auch mal so greifbar haben, welche das sind, zum Beispiel Depressionen, waren dreifach erhöht. Das ist ohnehin eine Volkskrankheit, kommt sehr häufig vor, auch in der Allgemeinbevölkerung, und dennoch dreifach erhöht bei den ehemals politisch Inhaftierten. Angststörungen kamen doppelt so häufig vor. Die posttraumatische Belastungsstörung, die vermutlich die bekannteste Traumafolgestörung ist, kam um ein Vielfaches erhöht vor. Fast ein Drittel der Betroffenen, die bei uns an der Studie teilgenommen haben, haben eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt. In der Allgemeinbevölkerung liegt die Prävalenz bei 1,5% circa höchstens. Was auch spannend ist, dass auch körperliche Erkrankungen häufiger sind. Die Herzinsuffizienz zum Beispiel kommt doppelt so häufig vor bei den Betroffenen. Krebserkrankungen doppelt so häufig. Lungenerkrankungen dreifach erhöht das Risiko in der Gruppe der ehemals politisch Inhaftierten.
Ich komme zum Abschluss. Das waren nur ein paar Beispielzahlen. Es gibt noch eine Reihe mehr Erkrankungen, die in der Gruppe häufiger vorkamen. Die Literatur hat schon gezeigt, den Zusammenhang zwischen traumatischen Erlebnissen und nachfolgenden körperlichen Erkrankungen. Und auch unsere Daten deuten darauf hin, ganz spezifisch in der Gruppe der ehemals politisch Inhaftierten der SPZ und DDR, die politische Haft steht in einem Zusammenhang mit heutigen Erkrankungen. Und daher wäre auch aus unserer Sicht die Implementierung eines kriterienbasierten Versorgungsregelung sehr wünschenswert. Und das bekräftigen wir sehr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen. Und bei uns geht es weiter mit Herrn Philipp Mützel, Vorstandsmitglied des Bürgerbüros Berlin. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für die Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Vor einigen Wochen berichtete die Magdeburger Volksstimme über eine Diskussion mit dem Berliner Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Kowalczuk hatte dort gesagt, jedes Jahr ist die DDR weiter weg, aber die Zahl der Widerständler wird immer größer und die DDR immer schöner. Wenn das deutsche Parlament in diesen Tagen über den Umgang mit den Opfern des Staates DDR berät, setzt es sich mit den vielen individuellen, aber oft ähnlichen Schicksalen von Menschen auseinander, die tatsächlich Widerständler waren oder die aus anderen Gründen rechtsstaatswidrig behandelt wurden. Mich hat zum Beispiel sehr berührt, als mich vor einigen Jahren ein Betroffener, der in einem Spezialkinderheim leben musste, um Rat fragte. Er war jünger als ich und erst Anfang der 80er Jahre geboren. Das zeigt die zeitliche Dimension des Problems. In meinem Eingangsstatement konzentriere ich mich auf zwei Aspekte. Erstens. Wir begrüßen die Einführung einer Ausgleichsleistung für Opfer von Zwangsaussiedlungen. Die betreffende Vorschrift, § 1a des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes, weist aber rechtsdogmatische Probleme auf, weil nicht deutlich wird, welche Rechtsgutsverletzungen zu einem Anspruch auf die Leistung führen. Nach der Gesetzesstruktur können dies eigentlich nur Eingriffe sein, die nicht die Gesundheit, Vermögenswerte oder den Beruf betrafen. Bei den Zwangsaussiedlungen geht es aber um diese Rechtsgüter. Hier bitte ich um Prüfung und ich verweise auf meine Stellungnahme. Zweitens. Es muss in das Gesetz eine Klarstellung zum Zweitantragsrecht im Bereich der strafrechtlichen Rehabilitierung aufgenommen werden. Mit der Gesetzesänderung von 2019 wurden Verbesserungen für ehemalige Heimkinder eingeführt, die insbesondere eine einheitliche Praxis der Rehabilitierungsgerichte ermöglichen sollten. Zuvor war die Praxis uneinheitlich. Dies konnte dazu führen, dass von zwei Betroffenen, die zur gleichen Zeit im selben Heim waren, der eine rehabilitiert wurde, der andere aber nicht, je nach zuständigem Gericht. Die meisten Rehabilitierungsgerichte bejahen zwar ein Zweitantragsrecht, nur nicht in Thüringen. Es ist eine eklatante Ungerechtigkeit, wenn eine Rehabilitierung, die ja vor allem auch das begangene Unrecht benennt und den zugrunde liegenden Rechtsakt aufhebt und für rechtsstaatswidrig erklärt, vom Zeitpunkt der Antragstellung und vom Zufall, welches Gericht zuständig war, abhängig ist. Die Argumente des Bundesjustizministeriums gegen ein Zweitantragsrecht überzeugen nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat § 1 Absatz 6 Satz 2 des strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes, der ein Zweitantragsrecht vorsieht, dessen Reichweite aber unter den Gerichten umstritten ist, gebilligt, weil es um die Schaffung materieller Gerechtigkeit geht. Zur Rechtskraft und der Rechtssicherheit sagte das Bundesverfassungsgericht in einer anderen Entscheidung, dem Gesetzgeber kommt eine weite Gestaltungsfreiheit zu zwischen der Rechtssicherheit und möglichen Einbußen an Chancen, materielle Gerechtigkeit im Einzelfall herzustellen, abzuwägen. Auch bei anderen Verbesserungen wiedergutmachungsrechtlicher Regelungen hat es ein Zweitantragsrecht gegeben. In § 1 Absatz 6 Satz 2 des strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes sollte deshalb klargestellt werden, dass ein Zweitantragsrecht auch bei Änderungen des Gesetzes selbst besteht. Hierzu bietet sich der Formulierungsvorschlag des Bundesrates in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf an. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Mützel. Dann geht es bei uns weiter mit Frau Dr. Noke, die Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zu Beginn sagen, dass ich ausdrücklich begrüße, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die wirtschaftliche Situation von Opfern der SED-Diktatur in einigen Punkten verbessert wird. 3 von 4 Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag sind dazu mit Lösungsvorschlägen untersetzt. Zum drängendsten Problem, eine Erleichterung bei der Anerkennung von verfolgungsbedingten
Gesundheitsschäden gibt es jedoch keinen Vorschlag. Wie dringend das ist, haben wir jetzt gerade in der Anhörung schon gehört. Die Bundesregierung meint, dass mit der Einführung des SGB XIV die bisherigen Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt wurden. Demnach soll im Regelfall, wenn also mehr für als gegen den ursächlichen Zusammenhang des schädigenden Ereignisses mit den Gesundheitsfolgen spricht, die Vermutungsregelung greifen und die Kausalität ohne weitere Prüfung bejaht werden. Diese Annahme löst jedoch nicht das Kernproblem der Anerkennungsverfahren, das in der Glaubhaftmachung der Diktaturschäden im Zusammenhang mit fehlenden Beweismitteln besteht. In den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen gilt bereits das Wahrscheinlichkeitsprinzip, das mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang sprechen muss. Doch seit Inkrafttreten dieser Gesetze, also seit 1992, bestehen die Probleme der Beweisnot und Glaubhaftmachung dieses Zusammenhangs. Deshalb brauchen wir eine politische Entscheidung im Interesse der Betroffenen, die gesetzlich verankert wird. Der Bundesrat hat sich klar zu einer politischen Lösung bekannt und unterstützt die von der Opferbeauftragten vorgeschlagene Regelung. Dies ist auch die Position aller Landesbeauftragten. Sollte dieser Weg jedoch keine Unterstützung finden, sind weitere Lösungen zu prüfen. So auch ein Beschluss der MPK Ost vom Juni 2024. Eine wesentliche Vereinfachung der Anerkennungsverfahren wäre deshalb auch, wenn fachliche Stellungnahmen behandelnder, kassenärztlich zugelassener Ärzte und Psychologen in den bereits vorliegenden Krankenakten der Antragsteller belegen, dass die Verfolgungsmaßnahmen wesentlich zu den Gesundheitsschäden beigetragen haben. Und das ist in der Regel in vielen, vielen Fällen der Fall. Der ursächliche Zusammenhang, das ist mein Vorschlag, sollte dann mit einem Grad der Schädigungsfolge von 30% als festgestellt erachtet werden und im Gesetz verankert werden. Zur Frage, ob Dopingopfer in die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze aufgenommen werden sollen. Das Zwangsdoping Minderjähriger stellt fraglos schwerstes staatliches Unrecht dar. Es handelt sich dabei jedoch nicht um politisch motiviertes Verfolgungsunrecht, da es nicht Ziel des Dopings war, die Betroffenen bewusst zu schädigen. Sie waren insbesondere keine Systemgegner, die gezielt ausgeschaltet werden sollten. Insoweit wird die Aufnahme der Dopingopfer in die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze kritisch gesehen. Stattdessen wird für die Verabschiedung eines eigenständigen Gesetzes, vergleichbar mit dem Anti-D-Hilfe-Gesetz, plädiert, nach welchem die Betroffenen ihre gesundheitlichen Schäden direkt beim zuständigen Versorgungsamt geltend machen können. Und zum Härtefallfonds, die im Entwurf vorgesehene Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds für Betroffene von SED-Unrecht ist ausdrücklich zu begrüßen. Er sollte aber für alle Bundesländer gelten und ausreichend finanziell ausgestattet werden. Auch das wurde schon gesagt. Auf Kontrollinstanzen wie eine Fachaufsicht sollte aus bürokratischen und finanziellen Gründen verzichtet werden. In der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge gibt es eine über viele Jahre gewachsene Sachkompetenz, sowohl bei der Prüfung und Bewilligung von Anträgen als auch bei der fachlichen Kontrolle durch den Stiftungsrat. Darauf sollte beim Fonds zurückgegriffen werden. Zudem müssen die Verwaltungskosten, sage ich ausdrücklich, in einem angemessenen Verhältnis zum Fondsvolumen stehen. Eine ausführliche Stellungnahme zu allen anderen Themen des Gesetzentwurfs wie auch zu weiteren Forderungen von uns Landesbeauftragten wie dem Zweitantragsrecht und der Bedürftigkeitsprüfung bei der besonderen Zuwendung liegt Ihnen schon. Danke schön, Frau Dr. Nucke. Es hat dann das Wort Carla Ottmann vom Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen der SPZ-SED-Diktatur. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Mitglieder des Rechtsausschusses, ich möchte mich bei Ihnen herzlich für die Einladung bedanken. Als Vertreterin der Frauen, die in der DDR politisch verfolgt wurden, hier heute zu diesem für uns so wichtigen Gesetzgebungsverfahren sprechen zu dürfen, bedeutet mir, bedeutet uns viel. Das Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen in der SPZ-SED-Diktatur wurde vor 5 Jahren gegründet. Wir sind Teil der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft e.V. Ziel des Forums ist es, die Schicksale der Frauen, die in der SPZ- und SED-Diktatur als unschuldige staatlichen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt waren, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wir legen dabei einen Fokus auf die besonderen Formen der Repressionen, die gegen inhaftierte Frauen eingesetzt wurden. Hierzu gehören sexuelle Gewalt,
Androhung der Kindeswegnahme und auch erzwungene Adoptionen. Unser Blick richtet sich dabei nicht nur auf die verfolgten Frauen selbst. Wir setzen uns besonders auch für die Kinder ein, die ebenso an den weitreichenden Folgen der erlebten Repression zu tragen haben. Ich möchte heute auf drei Punkte eingehen, die uns besonders wichtig sind. Erstens, die Repression in der SED-Diktatur richtete sich eben nicht nur gegen die Betroffenen selbst. Ziel waren ebenso auch immer die Angehörigen. Während wir heute für die Betroffenen selbst Unterstützungsinstrumente haben, sind die Angehörigen, insbesondere die Kinder, weitgehend von diesen Instrumenten ausgeschlossen. Ich möchte daher bei Ihnen dafür werben, dass insbesondere auch die Kinder von politisch Verfolgten Zugang zu den bestehenden Hilfen erhalten. Zweitens. Im Juni wurde die Gedenkstätte Frauengefängnis Hoheneck gemeinsam mit dem Bundespräsidenten eröffnet. Für die vielen tausend Frauen, die wie ich in Hoheneck inhaftiert waren, war die Teilnahme des Bundespräsidenten eine große Wertschätzung. In seiner Rede warb der Bundespräsident dafür, dass die Politik schnell eine Lösung findet, um all jenen Frauen und Männern unbürokratisch noch besser zu helfen, die in der DDR aus politischen Gründen inhaftiert waren und bis heute unter seelischen und körperlichen Folgen leiden. Wir haben die Ausführungen von den Vorrednern gehört. Wir würden uns freuen und wir würden uns wünschen, dass die Worte des Bundespräsidenten in der Politik Gehör finden. Wir erleben es im Frauenforum tagtäglich, wie ehemals inhaftierte Frauen mit ihren Anträgen scheitern und ihnen wichtige Hilfen vorenthalten werden. Für die Frauen ist es verletzend, für unsere Demokratie ist es beschämend. Wir brauchen keine weiteren Experimente. Was wir brauchen, ist endlich eine Gesetzesänderung. Eine Regelung im Gesetz, bei der wir endlich nicht mehr um den Zusammenhang zwischen damaliger Haft und heutigen gesundheitlichen Schäden mit den Ämtern streiten müssen. Drittens, als der Koalitionsvertrag vor 3 Jahren vorgestellt wurde, war die Freude bei uns groß. Endlich eine regelmäßige Erhöhung der Opferrente, gekoppelt an die Rentenentwicklung. Für uns ist nicht nachvollziehbar, dass die erste Erhöhung erst im kommenden Sommer, kurz vor der Bundestagswahl, kommen soll. Viele der ehemals inhaftierten Frauen leben heute an der Grenze zur Armutsgefährdung. Ich bitte Sie daher, dass Sie den ehemaligen politischen Gefangenen wie den Frauen von Hoheneck auch die Rentenerhöhungen der letzten Jahre zukommen lassen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Ottmann. Es geht weiter bei uns mit Dr. Worschi, Thüringer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Als ist an? Noch mal anschalten am besten. Ja. An. Ich hoffe, das geht nicht von der. Gut. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, als Landesbeauftragter bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den ostdeutschen Ländern mit der Umsetzung der Bundesgesetze vertraut. Wir sind Anlaufstelle der Betroffenen und begleiten sie durch die rechtsstaatlichen Institutionen. Wir hören ihre Wünsche, Hoffnung und Kritik. Mit jeweils über 1000 Bürgerkontakten in den Bundesländern hören und sehen wir die praktische Umsetzung der Gesetze. Die Stellungnahme der Konferenz der Landesbeauftragten vom 20. Juni 2024 liegt Ihnen vor. Sie ist Grundlage der folgenden Ausführungen. Darüber hinaus verweise ich auf meine schriftliche Stellungnahme, die Ihnen ebenso vorliegt. Zwei Punkte möchte ich daraus hervorheben. Zum einen die Zwangsausgesiedelten. Es ist zu begrüßen, dass die Gruppe der Zwangsausgesiedelten in der anstehenden Novellierung mit einer Einmalzahlung Berücksichtigung findet. Jedoch ist die Inbezugsetzung zu den Opfern einer in der Regel folgenlos gebliebenen Zersetzungsmaßnahme nicht zielführend. Eine Zwangsaussiedlung, die mit Stigmatisierung, Verleumdung und Schwierigkeiten beim Neuanfang einherging, ist damit nicht gleichzusetzen. Die Pauschalsumme in Höhe von 1.500 Euro ist dabei deutlich zu niedrig angesetzt. Das stellt auch der Bundesrat in seiner letzten Sitzung fest. Noch schwerer als diese Gleichsetzung wiegen allerdings die weiter im Gesetzentwurf formulierten Ausschließungsgründe. Erstens, unter Druck und Androhung von Gewalt wurde den Menschen ihr Eigentum entrissen. Das wurde dann manchmal, allerdings auch nicht immer, mit zumeist unter Wert taxierten Entschädigungen abgegolten.
Die durch Vertreter der DDR-Regierung durchgeführte staatliche Gewalt gegenüber den Zwangsausgesiedelten als Ausschließungsgrund für eine pauschale Entschädigung des Heimatverlustes anzurechnen, entbehrt jeglicher Grundlage. Zweitens. Gleiches gilt für den explizit aufgeführten Ausschließungsgrund für Betroffene, die bereits Leistungen der Stiftung Zwangsausgesiedeltenhilfe in Thüringen erhielten. Vor nunmehr 25 Jahren wurden damals 2044 Zuwendungen in einem Umfang von insgesamt 8,2 Millionen D-Mark aus den Mitteln des thüringerischen Landeshaushaltes ausgeführt. Die Form der Stiftung als bürgerlichen Rechtes wurde von Thüringen damals gewählt, um nicht in Konkurrenz zur Bundesgesetzgebung zu stehen. Eine gesetzliche Regelung zur Entschädigung der Zwangsausgesiedelten in Thüringen war wegen der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes nicht möglich. Für die Betroffenen sollte im Fall einer bundesweiten Änderung der verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetze die Möglichkeit erhalten bleiben, um an dieser teilzuhaben. Es ist daher in keinerlei Maß verständlich, warum der Bund nun mit der gesamtdeutschen Gesetzgebung die Thüringerinnen und Thüringer von einer pauschalen bundesdeutschen Entschädigung für erlittenen Heimatverlust ausschließt. Genau die Betroffenen in jenem Bundesland, das mit 750 Kilometern den längsten Abschnitt der ehemaligen innerdeutschen Grenze hat und demzufolge auch die meisten Opfer der Zwangsaussiedlungen aufweist. Zum zweiten Punkt, das Zweitantragsrecht. Und da schließe ich mich im Wesentlichen den Ausführungen von Herrn Mützel an. Es ist hinsichtlich eines Zweitantragsrechts für Betroffene besteht zwischen den Landgerichten in den Bundesländern unterschiedliche Auffassungen. In Thüringen beispielsweise werden Personen, die von der letzten Novellierung 2019 einen Antrag auf Rehabilitierung stellten und der abgelehnt wurde, der aber nunmehr nach der neuen Rechtsprechung erfolgreich wäre, bei den zuständigen Gerichten nicht zugelassen. Bei anderen Gerichten, in anderen Bundesländern wird ein solcher Antrag gewährt. Es kann nicht angehen, dass den Betroffenen aufgrund deren Schicksale die Gesetze seit 92 immer wieder auch weiterentwickelt und verbessert wurden, der gesetzliche Anspruch auf eine Rehabilitierung verweigert wird. Nunmehr hat am 10.05.24 das Oberlandesgericht Jena die Frage der Zulässigkeit eines Zweitantragsrechts dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. Bis zu dieser Entscheidung sind alle Verfahren, die eines Zweitantragsrechts bedürfen, auf Eis gelegt. Eine mögliche Änderung, die ausschließlich die jetzt rehabilitierungsfähigen Personen berücksichtigt, habe ich in meiner Stellungnahme formuliert. In Bezug auf die gesundheitlichen Langzeitfolgen sei auch auf die Stellungnahme der Landesbeauftragten verwiesen, die aber auch schon mehrmals im Rund angesprochen worden ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Worschi. Wir kommen dann zur SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag in dieser besonderen Rolle. Ja, sind wir gespannt auf Ihre Ausführungen, Frau Zupke. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf enthält einige gute Ansätze. Gleichzeitig muss ich aber bilanzieren, dass der Gesetzentwurf weit an dem vorbeigeht, was wir heute brauchen, um die Opfer angemessener zu unterstützen. Ich möchte hier nur auf zwei zentrale Aspekte eingehen, auch im Wissen darum, dass ja weitere wichtige Punkte wie die Zwangsaussiedlung, die Bedürftigkeitsgrenzen, die Dopingopfer, das Zweitantragsrecht hier schon von anderen Sachverständigen eingebracht wurden und auch in meiner schriftlichen Stellungnahme nachzulesen sind. Die dramatischen Ablehnungszahlen bei den Gesundheitsschäden sind Ihnen allen bekannt. Ein Problem, das uns seit Jahrzehnten begleitet. Wenn ich dann im Gesetzentwurf lese, dass sich mit dem 2019 beschlossenen SGB XIV die Lage bessern soll, bin ich erschüttert. Lassen Sie sich nicht täuschen. Diese neuen Regelungen im sozialen Entschädigungsrecht, sie sind nicht neu. Sie gelten in der Praxis schon seit 18 Jahren. Um das zu wissen, hätte ein Blick in die Gesetzesbegründung des SGB XIV genügt. Auf Seite 171 ist dargestellt, dass schon 2006 das Bundessozialministerium die Ämter angewiesen hat, die entsprechenden Regelungen, die sich aus einem Urteil des Bundessozialgerichtes ergeben hatten, in die Praxis umzusetzen. Diese Regelungen, sie gelten seit Jahrzehnten und sie werden weiter gelten, wenn wir jetzt nicht gesetzgeberisch handeln. Die letzten Jahrzehnte haben uns gezeigt, dass wir dieses Problem nicht mit den üblichen Instrumenten des sozialen Entschädigungsrechts lösen werden. Wenn wir für die Opfer wirklich etwas erreichen wollen, dann brauchen wir eigene, auf sie zugeschnittene gesetzliche Regelungen.
eine eigens auf eine Gruppe zugeschnittene Regelung außerhalb des üblichen sozialen Entschädigungsrechts hat der Bundestag 2012 für die einsatzgeschädigten Bundeswehrsoldaten auf den Weg gebracht. Die einsatzgeschädigten Soldaten müssen seitdem nicht mehr den Zusammenhang zwischen heutiger Erkrankung und Erleiden eines schädigenden Ereignisses erbringen. Was für eine Erleichterung für die Betroffenen. Es ist ein Modell, was überzeugt. Ein Modell, das Vorbild sein kann für die Opfer der SED-Diktatur. Wer politischer Verfolgung ausgesetzt war und heute unter einer gesundheitlichen Störung leidet, bei diesen Menschen sollte der Zusammenhang zwischen beiden als ebenso gegeben vorausgesetzt werden. Für eine solche kriterienbasierte Vermutungsregelung werbe nicht nur ich, ich tue es gemeinsam mit den Landesbeauftragten, der Bundesstiftung Aufarbeitung und den Opferverbänden. Und dieser Vorschlag besitzt ausdrücklich auch die Unterstützung der Wissenschaft. Im Koalitionsvertrag wurde das Einvernehmen mit den Ländern zur Voraussetzung für die Verankerung von Verbesserungen benannt. Ich bin dankbar, dass auch der Bundesrat sich mit einem Beschluss Ende September hinter diesen Vorschlag gestellt hat und eine solche gesetzliche Regelung fordert. Das Votum der Länder ist wichtig. Sie sind es, die die Praxis am besten kennen. Sie sind es, die die Gesetze umsetzen müssen. Neben der Gesundheit besorgt mich insbesondere die soziale Lage der Opfer. Rund die Hälfte der Opfer lebt heute an der Grenze zur Armutsgefährdung. Die Dynamisierung der Opferrente ab Sommer 25 ist gut. Aber nach jetzigem Stand können die Opfer auf eventuell 15 Euro Erhöhung erhoffen. 15 Euro, 5,5 Jahre nach der letzten Erhöhung. So helfen wir den Opfern nicht aus ihrer prekären sozialen Lage. Es kann und darf Ihnen nicht zum Nachteil gereichen, dass die Bundesrepublik mehr als 3 Jahre gebraucht hat, um hier endlich tätig zu werden. All die DDR-Staatsbediensteten bis hin zu den Offizieren der Staatssicherheit haben in den letzten Jahren durch Rentenerhöhungen einen Inflationsausgleich erhalten. Mit einer Opferrente von 400 Euro würde genau diese Entwicklung auch den SED-Opfern zugutekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zupke. Wir starten dann in die erste Fragerunde und es beginnt Jan Klobner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bedanke mich bei allen anwesenden Sachverständigen für die klaren und deutlichen Botschaften, die Sie uns mitgegeben haben zu diesem wichtigen Gesetz. Und wir arbeiten da, glaube ich, an einem und selben Strang. Insbesondere bedanke ich mich natürlich auch bei Evelyn Zupke für ihre klaren Botschaften und die gute Zusammenarbeit, die sie immer mit dem Deutschen Bundestag an der Stelle auch hat. Deswegen geht auch meine erste Frage jetzt an Sie. Sie haben sehr deutlich und klar uns die Probleme im Gesetzentwurf für die bezüglich der gesundheitlichen Folgeschäden, dass diese dort nicht geregelt ist, dargelegt. Was genau aus Ihrer Sicht wäre denn dort zu ergänzen? Wo können wir denn hier als Gesetzgeber noch klare Möglichkeiten schaffen? Welche Vorschläge haben Sie da konkret? Meine zweite Frage würde sich an Frau Maslahati richten. Sie haben uns das sehr klar dargestellt, welche Untersuchungen Sie bezüglich der traumatischen Erfahrungen der Betroffenen gemacht haben. Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied von der politischen Haft zu anderen traumatischen Erlebnissen? Was für eine Art von Traumatisierung stellt das dar? Was könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen an der Stelle, was wir da auch uns zu bedenken haben bei der Frage? Vielen Dank. Dann hat das Wort Carsten Müller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist eben schon betont worden, ich will es auch noch mal wiederholen. Wir hatten ja bereits eine Debatte zu dem Thema im Deutschen Bundestag. Und die heutige Anhörung hat es noch mal gezeigt, dass dieses Thema, das leider in der Vergangenheit etwas randständig war, jetzt noch mal eine zentrale Beobachtung bekommt. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre eindrucksvollen Ausführungen. Das möchte ich ausdrücklich an alle Sachverständigen richten. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Noke. Sie hatten ja zu dem Vorschlag von Frau Zupke der kriterienbasierten Vermutungsregelung etwas ausgeführt, auch in Ihren
schriftlichen Erklärung und Sie schlagen eine Vereinfachung des Anerkennungsverfahrens vor. Könnten Sie dazu bitte noch mal etwas weiter erläutern? Und dann möchte ich eine weitere Frage an Herrn Dombrovski richten, nicht zuletzt auch, weil Sie selber Betroffener sind. Es ging heute in verschiedenen Ausführungen um die Frage von Haftfolgeschäden. Könnten Sie Beispiele dafür noch mal aus Ihrer Sicht liefern? Und könnten Sie auch etwas dazu sagen, dass jedenfalls nach was bestätigen oder noch ergänzen, dass jedenfalls nach meiner Kenntnislage bei Betroffenen solche Haftfolgeschäden sich oftmals erst nach vielen Jahren, Jahrzehnten zeigen, damit wir das entsprechend berücksichtigt wissen können. Vielen Dank. Dann hat das Wort Dr. Frömming. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Sachverständige. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört und habe die ganze Zeit darauf gewartet, ob einer von Ihnen diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung loben würde. Bis zum Schluss hat das keiner getan. Die Kritik war vernichtend. Insofern frage ich mich, warum es der Bundesregierung nicht möglich war, die entscheidenden Punkte, um die es hier heute geht, früher zu identifizieren und einen Gesetzentwurf vorzulegen, der uns tatsächlich ein Stück weit weitergebracht hätte. Das ist gegangen. Wäre in der nötigen Zeit, haben wir mit einem Antrag mit der Drucksachnummer 12971 gezeigt, den Sie heute leider nicht mitdiskutieren wollen. Zu meinen Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Drieselmann. Herr Drieselmann, Sie haben sich vor allen Dingen auf den Härtefallfonds kritisiert. Unserer Meinung nach müsste der wesentlich höher ausgestattet werden. Was wäre nach Ihrer Auffassung hier eine angemessene Ausstattung? Und vielleicht könnten Sie noch mal erklären, wie genau Sie das gemeint hatten, dass nach der jetzigen Konzeption, wo es ja Regelungen in einzelnen Bundesländern bereits gibt, insbesondere in den östlichen Bundesländern, wie es dazu kommen könnte, zu dem Eindruck, dass wir einen Härtefall West oder Ost haben und das Ganze dann irgendwie in ein schiefes Licht geraten könnte. Die zweite Frage würde ich dann gerne an Herrn Dombrovski richten. Sie haben sehr deutlich auch zum Ausdruck gebracht, dass dieser Gesetzentwurf Sie fassungslos macht, Zitat, und haben dann gesagt, auch das habe ich mir als Zitat notiert, Ex-Stasi-Leute werden gepampert und wir, also gemeint sind wohl die Betroffenen, gehen leer aus. Vielleicht können Sie das noch mal konkret erläutern, warum der jetzige Gesetzentwurf genau diesen Eindruck verfestigen würde. Vielen Dank. Dann hat das Wort Helge Limburg. Ja, vielen Dank. Ja, genau, es ist ein bisschen mit der Sitzordnung manchmal schwierig. Aber ich möchte mich erstmal bei Ihnen allen für Ihre Ausführungen bedanken. Und in der Tat, am liebsten würde ich an Sie alle noch Nachfragen stellen. Aber da reicht, glaube ich, die Zeit heute und unsere Vereinbarung nicht zu. Insofern beschränke ich mich auf eine Nachfrage an Frau Gläsmer. Sie haben, wie andere hier ja auch ausdrücklich, eindrucksvoll ausgeführt, was das gegenwärtige Anerkennungsverfahren auch mit den Betroffenen macht. Ich würde Sie bitten, diesen Punkt vielleicht noch mal etwas stärker auszuführen. Sie haben, wenn ich das richtig mitgehört habe, von Retraumatisierung gesprochen. Also noch mal ausführen, was die Art und Weise, wie derzeit die Anerkennungsverfahren laufen, auch die Prozesse laufen, noch mal für zusätzliche Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Und dann hätte ich eine Frage an Herrn Dr. Wurschi. Sie haben in der Rolle als Landesbeauftragter ja unter anderem auch über den Härtefallfonds gesprochen, über die praktischen Erfahrungen. Da würde mich vor dem Hintergrund dann sozusagen des Bundeshärtefallfonds einfach interessieren, was sind aus Ihrer Sicht, aus der Praxis wichtige Punkte, auf die bei der Ausgestaltung geachtet werden muss, Verfahrensvorschriften und Ähnliches, damit so ein Härtefallfonds tatsächlich die Wirkung erzielen kann, die wir uns davon erhoffen. Dann hat das Wort Philipp Hartewig. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von unserer Seite an Sie für die Stellungnahmen, auch vorab auch die schriftlichen Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an Herrn Mützel, eher zur
zum Verständnis, weil Sie das Thema Gesetzessystematik angesprochen haben bei den Zwangsaussiedlungen und den Regelungsort im Paragraph 1a des verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes. Das ist für mich einschlägig, aber die Frage, ob ich das dann richtig verstanden habe, ob es eher eine systematische Frage ist, das da zu regeln, weil ja der Absatz 2 in dem Paragraph 1a dann die Rechtsfolge verweist, oder ob es tatsächlich, wenn man einen Paragraph 1b, wie Sie vorgeschlagen haben, schaffen würde, dass ja eher dann vor allem die Folge hätte, dass Sachen oder Ausschlüsse nicht möglich wären, ob Sie das noch mal kurz erläutern können oder ob ich es richtig verstanden habe. Und die zweite Frage würde ich an Frau Zupke stellen, auch verbunden noch auch da mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit, auch in den letzten Jahren, auch in verschiedenen anderen Fragen zur Anerkennung der Gesundheitsfolgeschäden, ob es da, auch wenn also mir ersichtlich ist, dass sich nicht viel auch durch die Änderung der Rechtslage in diesem Jahr geändert hat und das sehr, sehr schwer ist, ob es da quantitative Zahlen gibt, wie sich das in der Vergangenheit auch entwickelt hat, vielleicht wie viel Prozent da die Anerkennung bekommen, vielleicht auch im Vergleich zu den Zeiträumen, die dann doch noch mal näher an dem Unrecht zeitlich dran waren, als es jetzt der Fall ist. Vielen Dank. Ich gebe dann Frau Vizepräsidentin Pau das Wort. Nach unseren Regularien muss ich darauf hinweisen, dass die Abgeordneten der Gruppe Die Linke nur eine Frage stellen dürfen je Fragerunde. Deshalb also eine kleine Einschränkung. Aber Sie haben das Wort. Erstmal herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und natürlich auch an alle Sachverständigen. Dieses Thema bewegt mich, seitdem ich 1998 das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Ich werde mich auf eine Frage konzentrieren, obwohl mich in den Sprechstunden vor allen Dingen die Anerkennung von gesundheitlichen Schäden immer wieder beschäftigt. Ich frage Herrn Dr. Wurschi, ob Sie noch mal konkreter darstellen können, wie eine Regelung für die Ausgesiedelten konkret aussehen sollte, einschließlich auch der Höhe der Entschädigung, weil wir haben ja nicht mehr sehr viel Zeit in dieser Legislaturperiode, jetzt an diesem Gesetz etwas zu ändern. Danke. Haben Sie die Frage verstanden, akustisch? Ja, wunderbar. Dann geht es bei uns weiter, Dr. Rinks. Ja, vielen herzlichen Dank auch von mir. Lieben Dank für die offenen und kritischen Worte. Ich glaube, das zeigt, es war vorsichtig zu formulieren, dass ein Gesetzentwurf, der sicherlich gut gemeint ist, nicht unbedingt dann auch gut gemacht worden ist. Insofern ist es gut, dass wir die Gelegenheit haben oder auch die Mehrheit hier im Haus haben, die Gelegenheit hat, das auch dann aufzunehmen, ihre Punkte und hoffentlich grundlegende Änderungen vorzusehen. Ich würde zunächst an Frau Zupke noch mal fragen zu dem Thema Härtefallfonds, der unter ihrer Aufsicht agieren soll. Da haben Sie schon mal angedeutet, aber noch mal etwas genauer. Ist das sinnvoll oder sollte Aufsicht und Durchführung vielleicht bei einer anderen Behörde liegen? Gerade wenn wir auch alle gemeinsam wollen, dass hier der Fonds mit deutlich mehr Geld gespeist wird, ist es dann noch sinnvoll? Oder wie weit ist dann sinnvoll, sowohl Durchführung als auch Aufsicht so vorzusehen, wie der Gesetzentwurf es tut? Dazu hätte ich gerne mal von Ihnen noch mal ein paar Worte gehört. Dann würde ich eine zweite Frage auch im Kontext Härtefallfonds stellen, an Herrn Dombrovski. Durchaus den Kontext etwas erweiternd. Wir haben es hier mit dem Härtefallfonds zu tun, der zu Recht natürlich vom Staat zu speisen ist, primär auch vom Bund. Da sind ja auch klare Worte auch gesprochen worden dazu. Und trotzdem haben wir ja auch jetzt erstmalig, dankenswerterweise, auch dank des Engagements von Ihnen und Ihrer Union der Opferverbände, ein Unternehmen, in dem Fall ein nicht-deutsches Unternehmen, IKEA, die bereit sind, auch hier in einen Härtefallfonds Geld hineinzugeben, um sich ihrer Verantwortung als Nutznießer von Zwangsarbeit bewusst sind. Wenn Sie doch mal ein paar Worte dazu sagen, wie da die Gespräche auch laufen mit deutschen Unternehmen. Also Otto wäre ein Beispiel, Aldi wäre ein Beispiel, Unternehmen, die sonst auch gern auf ihre Social Responsibility hinweisen, wo ich aber auch persönlich sehr enttäuscht bin, dass da gar nichts gekommen ist von solchen Unternehmen. Ich glaube, das wäre im Kontext jedenfalls der Beratung zu diesem jetzt auch noch mal ganz wichtig, dazu etwas zu hören. Dankeschön, dann hat Frau Budde das Wort. Vielen Dank, Frau
Vorsitzende. Und von meiner Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Sachverständigen, sowohl für die Stellungnahmen als auch hier für die Wortbeiträge. Ich glaube, das ist wunderbar auf den Punkt gebracht und es sind alle Punkte angesprochen worden, die auch wir noch beraten müssen, bis das Gesetz fertig ist. Ich will zwei Fragen stellen. Die erste an Frau Ottmann nochmal zum Thema, da hatten Sie nicht genug Zeit für, aber ich weiß, dass Sie sich auf das Thema Zwangsausgesiedelte auch mit vorbereitet haben. Und vielleicht können Sie noch mal ein paar Sätze dazu sagen, wie das auf die Betroffenen gewirkt hat. Und Sie haben es in einem anderen Kontext ja schon gesagt, was das mit den Familien gemacht hat, dass das im Grunde etwas weiter wirkt ja noch als bloß diejenigen, die betroffen waren. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen, wie wichtig das wäre zur Aufnahme oder zur besseren Rehabilitierung. Rehabilitierung ist falsch, also Anerkennung des erlittenen Unrechts. Und an Herrn Professor Frommer nochmal, auch wenn das schon mehrmals gut ausgeführt worden ist, ich hätte es gerne nochmal auf den Punkt gebracht, warum scheitern die Anträge in der Praxis mit der jetzigen Regelung so häufig? Vielleicht ganz konkret nochmal, welche Problematik genau besteht bei der Anerkennung von gesundheitlichen Folgeschäden? Sonja Eichwede. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir vielen Dank, sehr verehrte Sachverständige, für die sehr wichtigen Ausführungen. Ich habe auch zwei Fragen an zwei Sachverständige. Zunächst, Frau Maslati, ist Ihrer Meinung nach die im Gesetzentwurf vorgesehene Rehabilitierung politischer Häftlinge ausreichend, um den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden? Und was wäre darüber hinaus erforderlich? Und die zweite Frage an Herrn Professor Dr. Frommer. In Ihren Forschungsergebnissen arbeiten Sie auch heraus, was ein Scheitern der Anträge für antragstellende Personen bedeutet. Könnten Sie dies noch mal näher erläutern, damit wir das entsprechend in den Gesetzgebungsprozess und in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen können? Vielen Dank. Und letzter in der Runde ist Kollege Hebeling. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Damen und Herren Sachverständigen für ihre wichtigen Beiträge. Ich hätte auch zwei Fragen. Zunächst eine Frage an Frau Dr. Kaminski. Halten Sie es für notwendig, eine rasche und gerechte Entschädigungsregelung für Opfer des DDR-Zwangsdopings einzuführen? Und wenn ja, sollte eine solche Regelung Ihrer Auffassung nach eher im Kreis der bestehenden rehabilitierungsrechtlichen Vorschriften berücksichtigt werden oder sollten dazu neue Vorschriften oder neue Regelungen geschaffen werden? Das wäre meine eine Frage. Und die zweite Frage an Herrn Dombrovski, im Grunde im Gleichklang mit dem, was Frau Kollegin Eichwede, Frau Kollegin Budde, glaube ich, gefragt hatte. Oftmals scheitert die Anerkennung von gesundheitlichen Haftfolgeschäden in der Praxis. Können Sie auch hier die Gründe noch mal nennen, beziehungsweise das an Beispielen konkretisieren, warum eine Anerkennung verweigert wird oder wurde? Vielen Dank. Viele Punkte wurden noch mal angesprochen und das können wir jetzt vertiefen. Frau Zupke, Sie haben drei Fragen von Kollegen Plobner, Hartewig und Dr. Krings und jetzt maximal 6 Minuten, um darauf einzugehen. Ging noch mal in Richtung Gesundheitsschäden. Also wir haben ja beim SGB 14 jetzt im Prinzip dieselbe Problematik wie vorher, nämlich dass der ursächliche Zusammenhang zwischen schädigendem Ereignis und heutiger Erkrankung nachgewiesen werden muss. Und das bedeutet ganz konkret, wir haben ja hier es mit Menschen zu tun, die diese Repression vor Jahrzehnten erlebt haben. Und der kausale Zusammenhang bedeutet eben immer, dass wenn Ereignisse dazwischen gekommen ist, im Leben passiert halt immer mal was. Ne? Dann hat der Mensch vielleicht seine Arbeit verloren, der Lebenspartner ist gestorben, was auch immer, wird das als Grund genommen zu sagen, das kommt ja davon. Und das können wir eben nicht tatsächlich nur schwer ausräumen, das zeigen die letzten Jahrzehnte, denn was immer man versucht hat, die Ablehnungsquoten haben sich nie verbessert. Wir brauchen daher eine Regelung, die ganz diesen spezifischen Hintergründen der Opfer der SBZ und SED-Diktatur Rechnung trägt. Und wir können das Problem eigentlich nur so lösen, indem wir diese Kausalkette zwischen dem Ereignis und der Erkrankung durchbrechen. Und dafür habe ich eben diesen Vorschlag gemacht beim Soldatenversorgungsgesetz, wie ich es auch in meinem Eingangsstatement sagte. Hier haben wir die Einsatzschädigung, da die Krankheit
Und dann nehmen wir das als gegeben. Und das ist mein Vorschlag, diese Sonderregelung auch aufgrund der besonderen politischen Verantwortung, die Deutschland für die Soldaten, aber eben auch für die Opfer der SED-Diktatur übernommen hat, hieraus das abzuleiten, dass hierfür eine Extraregelung einfach nötig ist und endlich wirklich kommen muss, gerade auch am 35. Jahrestag des Mauerfalls. Dann würde ich auf die nächste Frage gleich anschließen. Sie fragten nach Zahlen. Also wir haben hier die Statistik der Menschen, die zwischen 2015 und 2023, nee, das war nur, ja genau, wir haben im Monat Dezember 2023 haben wir auflaufend 1693 Menschen, die Gesundheitsschäden beantragt haben. Und die Zahlen, ich habe hier eine Statistik, Gesamtschau Deutschland, sehen wir, dass es 41 positive und 59 negative Bewilligungen gibt. Darunter sind aber 727 Menschen, die weniger als 25% bekommen. Das heißt, 25 wird im Entschädigungsrecht aufgerundet auf 30 und ab da beginnen die Leistungen, sodass wir wirklich hier nur wenige Menschen haben, vergleichsweise, die in den Anspruch dieser Entschädigungsleistung kommen. Und ja, das andere, was ich vorher gesagt habe, würde ich dann jetzt dazu auch noch sagen. Die dritte Frage. Die dritte Frage war nach dem Härtefallfonds. Richtig, ja. Also ja, ich bin dankbar, dass das Thema jetzt endlich in Gang kommt, der Härtefallfonds, und dass wir mit IKEA auch das erste Wirtschaftsunternehmen gefunden haben, das da an unserer Seite steht. Und mir geht es dabei, natürlich geht es dabei um Geld, aber es geht auch ganz stark darum, welches Signal wir damit auch in die Gesellschaft senden. Und die Frage, wer die Trägerschaft des Härtefallfonds übernimmt, die begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Ich meine, ich habe auch schon hier im Rechtsausschuss und in anderen Ausschüssen darüber mehrfach gesprochen. Und die Fragen der Fach- und Rechtsaufsicht reißen und rissen auch nicht ab. Und da ich keine Verwaltungsjuristin bin, habe ich bei einem renommierten Staatsrechtler um ein externes Gutachten gebeten. Und um hier Klarheit zu haben. Und das Gutachten gibt uns auch die deutliche Empfehlung, die Aufsicht über die Stiftung nicht an die Legislative zu übertragen. Und insbesondere auch, weil die Stiftung ja auch weiterhin Leistungen und Aufsicht eines Ministeriums eben vergibt. Und ich werbe dafür, dass man die Aufsicht teilen könnte. Ich als Opferbeauftragte über den Härtefallfonds und die Bundesregierung über die Stiftung und die Vergabe der gesetzlichen Leistungen, weil ich möchte vermeiden, wenn es dann anfängt, dass es dann irgendwie durch irgendwelche Bedenken, verfassungsrechtlichen, staatsrechtlichen Bedenken gleich wieder ins Stocken kommt und wir wirklich dann, wenn da dann mal in Gang gekommen sein soll, der Härtefallfonds, das gleich wieder gefährden. Und deswegen hoffe ich, dass wir da gemeinsam mit dem BMJ, BMI und der Bundestagsverwaltung noch zu einer guten Lösung finden. Davon gehe ich aus. Gerade auch jetzt, wo wir diesen Rückenwind durch den Erfolg mit IKEA haben, denke ich, sind wir es auch dieser Firma schuldig, dass wir jetzt, wo sie bereit sind, dann auch bald dieses Gefäß schaffen dafür, dass es dann auch losgehen kann. Gut, wenn die Fragen beantwortet sind, vielen Dank. Dann gehen wir zu Dr. Wursch. Sie hatten auch zwei Fragen von den Kollegen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Fragen. Das rund einer Expertenanhörung dient dazu, dass man in 4 Minuten zumeist das Kritische hervorhebt. In den Stellungnahmen selbst sind ja dann auch positive Bezüge zum Gesetz und überhaupt zur Gestaltung des Gesetzes ausgeführt. So ist es auch beim Härtefallfonds. Dass dieser kommt, ist, glaube ich, einhellig als positiv bzw. wird als zu begrüßen formuliert. So wie er momentan formuliert ist allerdings im Gesetzentwurf, bleiben viele Fragen offen. Und das ist das, worauf ich als Landesbeauftragter nur hinweisen möchte. So wie er formuliert ist, ist es so, dass es momentan ein Härtefallfonds für westdeutsche Bürgerinnen und Bürger ist. Ostdeutsche werden explizit ausgenommen. Das ist ein Modus, der, glaube ich, meines Erachtens nicht bestehen kann. Wenn wir über einen Härtefallfonds reden, der bundesweit aufgesetzt wird, müssen die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind, mit berücksichtigt werden. Natürlich gibt es, weil es im Bund seit Jahren keinen Härtefallfonds gibt, in den jeweiligen Ländern in Ostdeutschland
unterschiedliche Härtefallfonds, die aber auch ganz unterschiedlich aufgestielt sind. Also mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommen dort Menschen in die Situation, davon also beteiligt zu werden. Das ist ein Stück weit die Arbeit, die ansteht und auf die ich hinweisen möchte, einen Weg zu finden, dass A, alle Menschen in der Bundesrepublik auf diesen Härtefallfonds kommen. Und dann muss man sich über die Richtlinien, und das wird die große Arbeit sein, über die Richtlinien Gedanken machen, ob es eine sachbezogene Ausgabe ist, ob es eine pauschale monetäre Ausgabe ist. Wie können möglicherweise auch die Landesbeauftragten, die Strukturen der Landesbeauftragten in Ostdeutschland mit eingebunden werden, um diesen Härtefallfonds ins Laufen, in Arbeit, in Zusammenarbeit mit der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge und der Opferbeauftragten zu kommen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, der Kern, dass der Härtefallfonds kommen soll, ist gut. Das Wesentliche, was ansteht, ist eigentlich die Beschreibung, wie er aufgesetzt und an die Betroffenen kommen sollte. Und das Aussparen des Momentane der ostdeutschen Bevölkerung oder der Betroffenen in Ostdeutschland ist ein Punkt, der meines Erachtens nicht geht. Zum Zweiten das Thema der Zwangsausgesiedelten. Ich hatte ja deutlich gemacht, dass vor allen Dingen das Schlimmste an dem Gesetzentwurf eigentlich ist, dass momentan die Zwangsausgesiedelten in Thüringen nicht berücksichtigt werden. Also die größte Anzahl der Zwangsausgesiedelten sollen aufgrund dessen, dass vor 25 Jahren das Land Thüringen eine besondere Leistung erbracht hat, nicht mehr in das, in die Situation kommen, auf eine pauschale symbolische Geldzahlung des Bundes zu verzichten. Wenn wir über das Geld reden, Sie hatten, glaube ich, schon 400 bis 800 insgesamt, also wir reden über eine sehr schmale Gruppe derer, die noch betroffen sind. 1.500 Euro, das hatte ich ja ausgeführt, sind meines Erachtens deutlich zu wenig, weil es eben nicht vergleichbar ist mit den Zersetzungsopfern, die ja wiederum dann das Geld bekommen, wenn ihre Zersetzungsmaßnahme erfolglos geblieben ist, weil wenn sie erfolgreich war, diese Zersetzungsmaßnahme, die Betroffenen in Rehabilitierungsgesetzen hineingekommen sind. Das heißt, das Mindeste sind 1.500 Euro, das Höchste, und das wird ja auch in einigen Gutachten bzw. Stellungnahmen artikuliert, sind ja ähnliche Themen wie bei den Dopingopfern oder auch beim Heimkinderfonds. Dort waren es Einmalzahlungen für die Betroffenen, die nicht in Rehabilitierungsleistung gekommen sind. Also die Range zwischen 1.500 und 10.500 Euro ist da, glaube ich, relativ klar definiert, über die man reden muss, wenn wir über eine Pauschalleistung für Zwangsausgesiedelte sprechen. Vielen Dank. Dann hat Frau Budde eine Frage an Frau Ortmann und Sie haben jetzt Gelegenheit zur Antwort. Machen Sie bitte Ihr Mikrofon noch mal an. Ah, ja. Ist schon. Ich sage gleich mal was zu dem Thema der Zwangsausgesiedelten. Die Zwangsausgesiedelten sind völlig unvorbereitet ins Landesinnere verbracht worden, in völlig unzureichende Unterkünfte. Und die Ankündigung in der neuen Gemeinde, der neuen Stadt, in der sie leben mussten, war, da kommen Schwerverbrecher, da kommen Kriminelle. Und diese Situation, völlig rechtlos zu sein, die Angst, die damit verbunden ist, selbst Schwerverbrecher bekamen in der DDR noch die Möglichkeit, sich irgendwie zu äußern, diese Angst lebt in den Zwangsausgesiedelten fort. Und was es bedeutet, ohne Ankündigung seiner Heimat, seiner Existenz, seines familiären Umfeldes beraubt zu werden, glaube ich, ist kaum nachvollziehbar. Und diese Angst lebt in den Betroffenen heute zum großen Teil noch fort. Das will ich noch mal deutlich sagen. Zu der zweiten Frage, die Kriterien, unter denen die verfolgten Frauen zu leiden haben. Es sind gebrochene Biografien, gesundheitliche Schäden und vieles mehr. Ein ganz wichtiges Kriterium ist, dass das Leid der Kinder, man konnte mit der Situation der Kinder die Frauen hervorragend in Anführungsstrichen erpressen. Und fast alle Frauen haben Kinder gehabt, die jungen Frauen vielleicht noch nicht, die in der Haft waren. Und die Zerrüttung der Familien, wenn man dann die Bedürftigkeitsklausel wegfallen ließe und die Anpassung der Renten in den vergangenen Jahren mit einbezieht, also Bedürftigkeitsklausel weg, gebrochene Biografien betrachten und an die Kinder denken und da Zugänge schaffen. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Ottmann. Dann hat Frau Dr. Nucke das Wort. Eine Frage von Carsten Miller.
Vielen Dank für die Frage. Sie haben ja gemerkt, dass es hier im Kreis der Sachverständigen eine große Übereinstimmung gibt, dass die Verfahren nicht funktionieren, dass die Vermutungsregelung, die eigentlich gesetzlich verankert ist, in den Anerkennungsverfahren fast nie greift. Deswegen muss man danach suchen, dass man eine gesetzliche Regelung findet, die eben dann auch greift. So ist mir es auch vom Verwaltungsamt in Brandenburg gesagt worden. Der Vorschlag, den ich mache, hat eine ganz große Schnittmenge mit dem, was Frau Zupke vorgeschlagen hat, das in Anlehnung an das Soldateneinsatzunfallverordnungsgesetz oder wie das heißt, zu machen. Da steht ja in Paragraphen 1, dass die Anerkennung eben durch Fachärzte der Bundeswehr festgestellt wird, wenn es diese Einsätze gab und entsprechende Krankheitsbilder dann auftreten. Mein Vorschlag geht dahin, dass wir in diesem Fall eben die fachärztlichen Gutachten, die ja bei den Krankenkassen vorliegen, die Expertisen, dass die in Anspruch genommen werden. In unserer Erfahrung liegen die vor, die werden aber von den Versorgungsämtern, zumindest in Brandenburg, nicht insofern gewertet, dass die als Gesetz gegeben sind, sondern es wird nochmal aus der heutigen Perspektive, wie das Herr Frommer auch gesagt hat, bewertet. Und deswegen wäre es eine große Hilfe, wenn die Betroffenen nicht noch einmal durch die Begutachtungsverfahren gehen, wie das ja in dem anderen Verfahren wäre, sondern dass diese Expertisen anerkannt werden. Und wenn wir mit 30% gesetzt dann auch im Gesetz das festankern würden, dann würden auch diese ganzen Fragestellungen, die bei den Versorgungsämtern liegen, ob man das jetzt anerkennt oder nicht, erstmal hinfällig werden. Es wäre auch eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. Das sind die beiden Vorteile. Vielen Dank, Frau Dr. Nucke. Dann hat Herr Mützel das Wort. Ja, vielen Dank. Also es geht um die Systematik von Paragraph 1a des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes. Das gibt mir Gelegenheit, nochmal die Grundstruktur auch des Rehabilitierungsverfahrens darzustellen. Also es ist ja zweigeteilt im Regelfall. Ein sogenanntes Grundverfahren und ein Folgeverfahren, in dem es dann um die Ausgleichsleistungen geht. Und in dem Grundverfahren ist es also üblicherweise so, dass ein bestimmter Rechtsakt aufgehoben und für rechtsstaatswidrig erklärt wird. Und wenn man jetzt also im Bereich der strafrechtlichen Rehabilitierung dieses Zweitantragsrecht nicht einräumt und wie es das Bundesjustizministerium getan hat, auf diesen Paragraphen 18 Absatz 4 des strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes abstellt, dann schneidet man eben Opfern, von denen man weiß, dass sie Opfer rechtsstaatswidriger Handlungen geworden sind, die Möglichkeit ab, dass explizit festgestellt wird, dass es Unrecht war und dass eine Maßnahme aufgehoben wird. Und so ist es auch im verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz. Es gibt eine Aufhebung einer Maßnahme bzw. die Feststellung der Rechtsstaatswidrigkeit einer Maßnahme und Folgeleistung. Und Voraussetzung ist also grundsätzlich, also für die Aufhebung ist Voraussetzung grundsätzlich, dass es einen Eingriff gab in Beruf, Gesundheit oder Vermögenswerte. Man hat später dann diesen Paragraphen 1a ergänzt, weil man wusste, dass es bestimmte Fälle gab, die man damit nicht erfasst. Das war im Zuge der Bodenreform. Und man wollte also auch für diese Fälle, wo es keine vergleichbaren Rechtsgutsverletzungen gab, eine Rehabilitierungsmöglichkeit schaffen. Dann hat man später 2019 diese Zersetzungsregelung angepasst. Aber es ist eben unklar, woran die anknüpft, an welche Rechtsgutsverletzung, an die in Paragraph 1 Gesundheit, Beruf, Vermögen oder an die in Paragraph 1a andere Rechtsgüter. Und das setzt sich jetzt eben fort, indem man die Regelung um die Zwangsaussiedlung ergänzt. Dankeschön, Herr Mützel. Dann hat Frau Maslahati das Wort. Zwei Fragen an Sie. Ja, vielen Dank. Die erste Frage war, um was für eine Art von Traumatisierung es sich bei politischer Haft handelt. Herr Professor Frommer hatte das schon angeschnitten. Wir unterscheiden einmalige und mehrmals auftretende traumatische Erlebnisse. Ein einmaliges Trauma wäre zum Beispiel ein schlimmer Autounfall. Anhaltende traumatische Ereignisse sind eben, da ist kein Ende in Sicht sozusagen, sind wiederholte traumatische Erlebnisse. Anhaltende traumatische Erlebnisse, können wir uns vorstellen, sind schlimmer als einmalige traumatische Erlebnisse.
Weiterhin unterscheidet man zwischen akzidentell auftretenden traumatischen Erlebnissen und menschengemachten Erlebnissen. Menschengemachte sind schlimmer als akzidentell auftretende Erlebnisse, zum Beispiel eine Naturkatastrophe versus politische Haft. Und da hier sieht man schon, politische Haft ist eine anhaltende Traumatisierung, die menschengemacht ist. Die stellt also eine besonders schlimme Art der Traumatisierung dar, mit dem höchsten Risiko für Traumafolgestörungen. Das wäre, finde ich, auch nochmal wichtig zu beachten, wenn wir uns über gesundheitliche Folgen Gedanken machen in diesem Zusammenhang. Die zweite Frage war, ob die Rehabilitierung ausreichend ist für die Betroffenen. Das würde gar nicht ich selbst beantworten wollen. Wir haben das aber die Betroffenen gefragt, die zu uns gekommen sind. Finden Sie, die Rehabilitierung ist ausreichend? Finden Sie, die Aufarbeitung des SED-Unrechts ist ausreichend? Finden Sie, die Entschädigung ist ausreichend? Und 85% sagen, nein, ist nicht ausreichend. Die fühlen sich da nicht gesehen, sie fühlen sich in dem das Unrecht nicht genug aufgearbeitet. Und die Daten haben auch gezeigt, dass das Vorliegen von psychischer Erkrankung, schlechter beruflicher Integration und mangelnde Möglichkeiten zum Austausch zu diesem Thema auch noch zu einer größeren Unzufriedenheit beitragen. Es wäre in diesem Zusammenhang also wichtig, die Anerkennung zu erleichtern, dass Menschen nicht jahrelang um ihr Recht kämpfen müssen, die Gesundheitsschäden anerkannt zu bekommen, Zugang zu medizinischen Leistungen zu erleichtern, auch zu psychiatrischen Leistungen, berufliche Integration zu fördern und eine gesellschaftliche Aufarbeitung. Auch da wissen wir aus Studien, dass das wichtig ist für die Genesung der Betroffenen, wäre hier noch ausbauenswert. Vielen Dank. Dankeschön. Dann geht es weiter mit Frau Dr. Kaminski und einer Frage von Herrn Heveling. Ja, vielen Dank für die Frage. Entschädigung und Rehabilitierung oder Rehabilitierung ja in dem Fall nicht von Zwangsdoping. Bis 2019 gab es ja die Dopingopferhilfegesetze, die Einmalzahlungen für insgesamt ca. 1200 anerkannte Dopingopfer enthalten haben. Und ich habe jetzt hier natürlich auch nicht den Stein der Weisen oder die absolute Lösung parat, aber natürlich könnte man einerseits überlegen, rein rechtlich dieses Dopingopferhilfegesetz zu novellieren und zu schauen, was man da macht. Andererseits gäbe es natürlich auch über die verwaltungsrechtlichen Vorschriften, die ja auch Eingriffe in die Gesundheit mit abdecken könnten, eine Möglichkeit, da eine Regelung mit aufzunehmen, die eben systematisches staatliches Unrecht, was ja bei den nachgewiesenen Dopingopfern der Fall wäre, mit aufzunehmen. Also das sind die beiden Möglichkeiten, die mir jetzt ad hoc einfallen würden. Aber natürlich wäre die Voraussetzung, dass tatsächlich das Zwangsdoping dann auch jeweils im Einzelfall nachgewiesen wird. Und es gibt ja auch den Vorschlag, dass die Dopingopfer auch Zugang zu dem noch einzurichtenden Härtefallfonds bekommen könnten. Vielen Dank, Frau Dr. Kaminski. Dann hat Frau Dr. Glessmer das Wort, eine Frage von Kollegen Limburg. Ja, vielen Dank. Ich glaube, einiges ist schon gesagt worden, aber vielleicht noch mal kurz eine Zusammenfassung, wie solche Prozesse ablaufen. Für die Betroffenen ist das in der Regel extrem schmerzhaft und belastend, dass sie wissen, dass sie noch mal in eine Begutachtung gehen müssen, dass ein Kollege kommt und sie ausführlich befragt. Frau Zupke hat gerade schon darauf hingewiesen, dass wir es häufig mit Menschen zu tun haben, wo das Unrecht ja Jahrzehnte zurückliegt und in so einem Leben passiert noch ganz viel anderes. Und die sozusagen alternativen Erklärungen für heutige Beschwerden stellen tatsächlich auch ein Problem dar, das wir nicht komplett ausräumen können, was aber aus meiner Sicht Unrecht ist und von den Betroffenen auch so erlebt wird. Und deshalb ist es aufgrund der ganzen Faktenlage, die wir haben aus den Studien und der großen Zahl von Häufigkeit von psychischen Störungen und so weiter, auch im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung gut zu begründen aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dass wir einfach annehmen, dass so ein Zusammenhang da ist und dass wir das kriterienbasiert machen. Also sprich, wenn jemand bestimmte Dinge erlebt hat und heute eine bestimmte Störung hat, dass wir nicht mehr anfangen versuchen, die letzten 40 Jahre auseinanderzunehmen und zu prüfen, wo es denn nun genau herkommt oder ob es doch von der Scheidung kommt oder dem Autounfall vor 20 Jahren. Das ist etwas, was die Menschen als extrem verletzend erleben. Und das möchte ich noch mal betonen. Vielen Dank. Dann hat Professor Dr. Frommer das Wort. Ja,
eingangs es wohl darauf hinweisen, auf eine traurige Parallele zur Rechtsprechung in den Holocaust-Rehabilitierungsprozessen der BRD der 1950er Jahre, wo auch kaum Anerkennungen ausgesprochen wurden, bis dann 1964 Häfner, Kiskorn von Bayer dieses bahnbrechende Buch Die Psychiatrie der Verfolgten veröffentlicht haben und dann die Lehrmeinung sich geändert hat. Fehlende Kenntnisse in historischen und psychotraumatologischen Gebieten habe ich bereits erwähnt als Grund für das Scheitern der Anträge, als ich eines der Motive, das ich mich eingebracht habe, 96 in die Begutachtung war, dass es damals noch in der Regel war, dass Gutachter bestellt wurden, die bis 1990 ein SED-Parteibuch hatten, dass die also in den bestellt wurden, also Loyalitäten. Später ist es heutzutage eher ein Problem, dass junge Richter und auch Versorgungsamtsärzte, dass denen der Vorstellungsraum fehlt. Sie ziehen Analogieschlüsse, sagen, wenn heute jemand in Haft kommt, da passiert doch sowas auch nicht. Also wird es damals auch nicht passiert sein, dass also der Vorstellungsraum dafür fehlt, dass die Brechung der Persönlichkeit das Haftziel war. Bei politisch Verfolgten. Die Brechung der Persönlichkeit war das Ziel. Das war nicht akzidentell, ist nebenbei passiert, sondern es war das Ziel und die Abschreckungswirkung auf die Normalbevölkerung, dass wenn jemand aus der Haft kam, dass er verbreitet hat, liebe Leute, lasst das bleiben, was ich gemacht habe, sonst passiert das. Also es war ein Herrschaftsinstrument, Menschen zu brechen. Und das ist wichtig. Im dritten Punkt hatte ich gestreift, das Verhalten der Antragsteller und Kläger selbst aufgrund der Traumatisierung neigen sie zu Vermeidungsverhalten. Sie neigen zu Verhalten, das dann unkooperativ in den Verfahren erscheint. Sie neigen zu Verhalten, dass sie Dinge auslassen, dass sie besonders belastende Dinge gar nicht ansprechen, weil es für sie zu belastend ist und somit gar nicht optimal ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Die zweite Frage, was bedeutet ein Scheitern für die Betroffenen? Das Scheitern bedeutet für die Betroffenen, dass von Seiten des Versorgungsamtes, von Seiten eines Arztes, vor dem sie Höllenrespekt haben, von Seiten eines Richters eine alternative Kausalkette für die Ware befunden wird. Also ihnen wird klar ins Gesicht gesagt, Ihre Vorstellung, dass Ihre Störung etwas mit der Haft zu tun hat, ist falsch. Es war Ihre schlimme Mutter im dritten Lebensjahr oder es war irgendetwas oder Ihr schlechter erblicher Charakter, den Sie haben, ist schuld an Ihrer Gesundheitsstörung oder dass Sie eben zu viel rauchen und zu viel essen. Dann haben Sie Ihre Lebensführung ist schuld an Ihren Beschwerden und es ist nicht die Haft. Und das ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen, vor allem dann, wenn sie in einem Urteil, auch auf höherinstanzlichen Urteilen, absolut Sätze lesen, wie der vorhin zitierte, wenn in den Haftunterlagen nicht drin stand, dass sie traumatisiert wurden, dann können sie auch nicht traumatisiert worden sein und solche Dinge. Das ist wirklich ist ein Landessozialgerichtsurteil, über das ich publiziert habe. Also Reaktualisierung der Symptomatik, Verschlimmerung und auch zum Teil Retraumatisierung mit dann einem weiteren Verlust des Vertrauens in unsere soziale Ordnung, in unsere soziale Welt, in den Staat. Das sind die Folgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Frommer. Dann hat Jörg Drieselmann das Wort. Schon rot. Die Frage nach der Ausstattung des Härtefallfonds haben sich diejenigen, die den Gesetzentwurf geschrieben haben, auch gestellt. Und sie haben, ich beneide Sie nicht um die Aufgabe, Finanzbedarf für einen Härtefallfonds abschätzen zu müssen, dessen Umfang, die Anzahl der Antragsteller heute nur sehr, sehr grob abzuschätzen ist. Sie haben sich gestützt auf die Erfahrungen in den östlichen Bundesländern. Und Sie kommen zu dem Ergebnis, dass der Gesamthärtefallfonds etwa 1 Million Euro umfassen müsse für Hilfsgelder, haben dabei aber die neuen Bundesländer, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgespart.
und Finanzausstattung mittels Herausgabe als Hilfsgelder bedeutet ja nicht, dass andere Aufgaben berücksichtigt sind. Ich glaube, dass es notwendig ist, so viel Geld wie möglich zu denen zu bringen, die dieses Geld brauchen, weil sie in einer schwierigen Situation sind, und so wenig wie möglich dafür auszugeben, dieses Geld zu verwalten. Denn der Gesetzentwurf geht davon aus, dass 5, 6 Personalstellen geschaffen werden sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, alleine für die Fachaufsicht. Man geht davon aus, dass 500.000, 600.000, 700.000 Euro ausgegeben werden sollen für die Verwaltung des Fonds. Das ist da draußen niemandem zu vermitteln, dass das Geld für die Selbstverwaltung ausgegeben wird und nicht für diejenigen, die hilfsbedürftig sind. Und um die zwei Sekunden heißt, sie hat sich gewarnt. Also, man hätte aus meiner Sicht früh das Gespräch suchen sollen mit denen, die es tun müssen oder jedenfalls die Erfahrungen beitragen können. Das heißt, erstens die Landesbeauftragten und zweitens die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge. Niemand weiß, welcher Aufwand betrieben werden muss. Man hätte ja zurückgreifen müssen auf die häufig jahrzehntelangen Erfahrungen derer, die ähnliche Aufgaben bis heute erfüllen. Zu dem Unterschied Ost-West, das ist nicht vertretbar. Die Fonds, die Härtefallfonds in den neuen Bundesländern müssen, wenn man eine bundesweit einheitliche Regelung will, beendet werden. Von mir aus nach einer Übergangsfrist. Es ist nicht vermittelbar, dass Art und Höhe der Unterstützung vom Wohnort abhängig ist. Es nutzt auch nicht dem sozialen und dem Rechtsfrieden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Drieselmann. Herr Dombrowski, Sie haben 4 Fragen gestellt bekommen und deshalb sogar 8 Minuten Zeit, und wir sind gespannt. Ja, vielen Dank. Ich habe Fragen erhalten von den Abgeordneten Müller, Krings, Herrn Frömming und Herrn Heveling. Ich möchte die Anfragen von Herrn Müller und Herrn Heveling, die sich um Haftfolgeschäden oder warum keine Anerkennung versuchen, zusammenzufassen. Und ich sage mal am Beispiel, ich kann ja nicht über andere sprechen, die in unsere Beratung kommen, ich kann aber über mich sprechen. Und wenn ich Ihnen darstellen darf, als ich nach meinem Fluchtversuch verhaftet wurde vom MFS, wurde ich nach Schwerin gebracht, in Untersuchungshaftanstalt. Da bin ich in der Vernehmung geschlagen worden. Und als erwachsener Mensch, der sich nicht wehren kann, können Sie sich vorstellen, dass das bleibt. In der Haft, die Umstände sind da ja schon oft geschildert worden, aber ich darf Ihnen sagen, in meiner Zelle ist ein 62-jähriger Plauener Spitzenfabrikant verblutet, verstorben an inneren Blutungen, weil ihm nicht geholfen wurde. In einer anderen Zelle, in der ich war, hat ein Mithäftling, der in eine Selbstschusslage geraten war, der völlig entstellt war, auf der Toilette, es gab ja noch eine für 28 Männer, auch mit einer wackeligen Tür dafür, ein Glas zerkleinert und die Glasscherben heruntergeschluckt, weil er lieber verbluten wollte, sterben wollte, als so wieder in die DDR zurückzugehen. Das sind nur einige Eindrücke. Ich will gar nicht jetzt meine 5 Geschwister erwähnen, die alle politisch inhaftiert waren in der DDR. Wir haben das alle gut überstanden. Wir haben auch keine wirtschaftlichen Nöte, auch hinterher nicht gehabt. Von daher gehören wir in diesem Bereich zu den Glücklichen. Aber nur weil es uns wirtschaftlich gut geht, heißt das nicht, dass wir beschädigt sind. Und in meiner Zeit in West-Berlin, die wurde ja von der Bundesregierung freigekauft für knapp 100.000 D-Mark 1975, stand ich im Fokus des MFS, bin aktenkundig ein Zersetzungsopfer und Sie mögen vielleicht an einem Schreiben des Außenministeriums der DDR an den Berliner Senat, wo dem Senat mitgeteilt wurde, dass die Regierung der DDR Maßnahmen gegen die Eheleute Dombrowski erwägt. Nur weil wir unsere Bürgerrechte wahrgenommen haben. Geholfen hat uns keiner, wir auch keiner. Das ist auch das Thema Zersetzung. Wenn man weiß, dass man beobachtet wird, aber nicht den Umfang kannte, wie ich ihn nach dem Zugang zu den Akten kenne, dann erklären sich ja Dinge. Dann können Sie sich vorstellen, dass für einen ungelernten Agenten, das ich bin ja ein normaler Bürger gewesen, es schwierig war, über Jahre sich sozusagen im Widerstand gegen die SED konspirativ zu verhalten, niemandem mehr vertrauen zu können. Und das
verändert natürlich das Verhalten. Man kann nicht mehr vertrauen. Man kann kein Vertrauen fassen zu anderen. Und wenn ich jetzt am 11. November für 3 Tage nach Polen fahre, um dort zusammen mit anderen mich zu kümmern um die Überreste von 3000 Deutschen, die Russen dort umgebracht und verscharrt haben, dann fragt mich meine Frau, warum übernachtest du nicht in Dresden, weil es ein weiter Weg ist. Sie weiß natürlich warum, weil ich ein Problem habe, alleine in fremden Räumen zu übernachten. Dann fahre ich lieber 1000 Kilometer durch. Das sind alles nur vielleicht Kleinigkeiten, weil die summieren sich. Wenn meine Frau hier sprechen könnte, dann würde sie Ihnen berichten, zu unterschiedlichen Zeiten, von Hilfeschreien von mir in der Nacht und bösen Träumen. Und wenn man dann abends nicht einschlafen kann, nicht einschlafen will, weil man Angst vor hat vor bösen Träumen, nicht weil man Angst hat, nicht wieder wach zu werden, dann ist das ein Dauerstress, den man hat. Und nun, Sie wissen das, ich bin lange in Abgeordneter gewesen in Brandenburg und mit solchen Dingen, wenn man psychische Probleme hat, da geht man nicht hausieren, man ist sich zwar des Mitleids und des Mitgefühls sicher, aber auch des Interesses an dem eigenen Listenplatz. Und von daher, das Dinge, die summieren sich und auch jetzt die Wochen der Beratung zu diesem Gesetzentwurf sind für mich außerordentlich anstrengend. Ich kann Ihnen sagen, seit Jahrzehnten trinke ich keinen Alkohol, nicht weil ich jemals ein Alkoholproblem hätte, sondern weil ich es mir nicht leisten möchte, Gefühle zu haben. Und Sie können mir glauben, dass die Menschen, die am nächsten stehen, oftmals darunter zu leiden haben. Das sind nur einige Punkte, die ich einfach bitte, Sie sehr ernst zu nehmen. Und die Frage, warum keine Anerkennung, dies hat natürlich damit zu tun, dass unser Rechtsstaat, unser Denken von Bürgern in der Demokratie Schwierigkeiten hat, solche Praxis überhaupt zu verstehen, weil es nirgendwo hineinpasst. Und dieses Verständnis müssen Sie aber aufbringen. Und was soll denn eine Mitarbeiter einer Amtsstube machen, wenn es darum geht, eine Vermutungsregelung zu beurteilen? Woran soll sie das denn machen? Das ist natürlich schwierig, wenn ja auch Beamte immer auch zu Recht das so tun, als würden sie jetzt von ihrem eigenen in Anführungsstrichen zahlen müssen. Von daher geht es einfach darum, dass es gar nicht möglich ist, diesen Umständen gerecht zu werden. Und wie Professor Frömmer schon sagte, wenn es sogar Gerichte gibt, die sagen, wenn in einer DDR-Haftakte nichts steht von einer psychischen Belastung, dann hat sie nicht gegeben. In meiner Haftakte steht, ich habe andere negativ beeinflusst. Stimmt auch. Ja, war aber positiv gewesen. Das vielleicht einmal dazu, es gibt viel, viel schlimmere Fälle, aber glauben Sie mir, das sind Belastungen, die gehen nicht weg. Und jetzt zu der Frage von Herrn Dr. Krings zum Thema Otto und Aldi. Also erst einmal Dank an die Staatsministerin Claudia Roth, die es ermöglicht hat, dass wir eine Vorstudie haben auf den Weg bringen können, die ja sozusagen die Beweise und die Belege, jeder weiß es, aber man muss es ja belegen können, an den Tag gebracht haben, die Lieferscheine für die Firma Aldi, die Millionen Strumpfhosen aus Hoheneck jedes Jahr bekommen hat. Und auch, ich habe bei dem Katalog ja hier der Otto-Katalog mit den Praktika-Kameras für 299 D-Mark. Ja, ich habe die gebaut in Cottbus. Ja, und die Firma Otto bedroht Menschen, die sich an sie wenden, mit juristischen Schritten, wenn sie jemals behaupten würden, dass die Firma Otto dort aus Zwangsarbeit profitiert hat. Also die Studie hat das an den Tag gebracht. Es ist natürlich so, die Unternehmen, die jetzt alle sagen, sie sich ausgeben im Werbeschild, wir sind fair und so weiter, nachhaltig, das ist aus meiner Sicht alles gelogen. Und möglicherweise hört sich hart an, möglicherweise liegt es in der DNA deutscher Unternehmen, dass sie kein Problem haben, mit und in Diktaturen gute Geschäfte zu machen. Dass nun gerade ein ausländisches Unternehmen sich hier an der Wiedergutmachung beteiligt, spricht ja dafür Bände. Und im Übrigen, ich habe es vorhin schon gesagt, auch der Bund geht hier mit schlechtem Beispiel voran, was die Deutsche Bahn betrifft. Zum Letzten vielleicht die Frage von Herrn Dr. Frömming. Sicherlich war meine Aussage vorhin ein bisschen pointiert gewesen, aber es gibt ja die vor allem im Oktober die schriftliche Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten
der Abgeordnete Bremer, dass der Abgeordnete Bremer, als der deutlich wird, dass eben von 2018 bis 2023 die Renten der Sonderrentenempfänger, also auch der Stasi, sich um knapp 30% erhöht haben. Woran liegt das? Es liegt eben daran, dass das Rentenrecht, das weiß ich, die haben sich eingeklagt und auch der Petitionsausschuss hatte da vor Jahren eine Anhörung, obwohl das Quorum nicht vorhanden war, für diesen Bereich zugestimmt. Und man kümmert sich um diese Leute, man meint, man müsste sich besonders um sie kümmern. Und es ist völlig nachvollziehbar für mich jedenfalls, dass die ehemaligen Opfer sich damit zurückgesetzt fühlen und ja tatsächlich auch zurückgesetzt werden. Deshalb bin ich über diesen Gesetzentwurf wirklich tief betroffen. Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Dombrowski. Wirklich sehr beeindruckende und nahegehende Schilderung, die wir hier heute hören. Wir schauen noch mal auf die Uhr und starten die zweite Fragerunde. Ich würde sagen, zunächst mal nur jeweils eine Frage pro Abgeordneten, damit wir auch die Antworten noch hören können. Und als erstes hat sich gemeldet Carsten Müller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Kaminski. Wir haben ja in der Debatte, die wir geführt haben, auch verschiedene Punkte bereits angesprochen und wir das mal vorwegstellen. Möglicherweise zeichnet sich ja da ein Novum ab, dass wir zu einem auch Übergriff oder einem übergriffigen gemeinsamen Zusammenarbeiten zwischen Koalitionsfraktionen und Oppositionsfraktionen, wenigstens meiner Fraktion, kommen, weil das doch recht gleichlautende Erklärungen seinerzeit waren. Können Sie bitte noch mal etwas sagen zu den Gesichtspunkten Dynamisierung der Opferrente, die Frage Anpassung an erfolgte Rentenanpassungen im Vorfeld und zum Thema Einführung, Implementierung einer Witwenregelung? Dankeschön. Dr. Frömming, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dann nur eine Frage noch an Herrn Nachfrage, an Herrn Drieselmann. Das Land Brandenburg bzw. Deutschland ist ja letztes Jahr 2023 gerügt worden nach einem 12 Jahre langen Rechtsstreit. Im Jahr 2011, so hat der damalige Justizminister in Brandenburg zugegeben, waren noch 13 Richter in Brandenburg mit Stasi-Vergangenheit tätig. Die Namen wurden aber nie bekannt gegeben. 6 dieser Richter waren sogar mit Verfahren zur Rehabilitierung von Opfern befasst. Was macht das mit einem, wenn man in einem solchen Verfahren ausgesetzt ist und mühsam noch die eigene Bedürftigkeit oder den Anspruch nachweisen muss und vielleicht davon ausgehen muss, dass man jemandem gegenüber sitzt, der selber Teil des Tätersystems war? Haben Sie da vielleicht auch Leute kennengelernt, die einem solchen, aus meiner Sicht, unwürdigen Verfahren ausgesetzt waren? Jan Plobner hat das Wort. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Dr. Frommer. Wir haben viel über die Opfergruppe der politischen Häftlinge gesprochen. Es gibt auch weitere Opfergruppen. Welche sind das aus Ihrer Sicht, die auch an gesundheitlichen Folgeschäden leiden, die wir aus unserer Perspektive als Politik vielleicht noch stärker bedenken sollten? Das wäre noch meine Frage. Dann hat das Wort die Vizepräsidentin, Frau Pau. Dankeschön. Ich wende mich an Frau Professor Dr. Heide-Glesmann mit der Frage, welche konkreten Maßnahmen Sie vorschlagen, um eine Qualitätssicherung und Weiterbildungsmaßnahmen für die involvierten Gutachterinnen und Sachbearbeiterinnen in Bezug auf politische Verfolgung in der DDR tatsächlich zu etablieren. Wir haben ja heute auch viel zur sehr unterschiedlich gehandhabten Praxis gehört. Und ich glaube, wir sollten in diesem Gesetzgebungsverfahren uns auch darum kümmern. Frau Budde. Vielen Dank. Eine kurze Frage an Frau Zupke. Im Fokus heute steht ja zu Recht auch das Thema Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Ab und zu höre ich die Argumentation, insbesondere vom BMJ, dass eine Einzelregelung für SED-Opfer nicht angemessen sei. Es gibt für die Opfer Nationalsozialismus Sonderregelungen, es gibt SGB 14 Sonderregelungen und es wäre nicht vergleichbar und nicht angemessen. Wie sehen Sie das? Und letzte Frage von Helge Limburg. Vielen Dank.
Noch eine Nachfrage an Herrn Dr. Wurschi. Wir haben ja heute auf das Thema Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden breit besprochen und es gibt verschiedene Vorschläge im Raum. Könnten Sie noch mal darlegen, wie aus Ihrer Sicht eine zweckmäßige Lösung aussehen könnte? Danke für die kurze Frage. Dann starten wir die Antwortrunde. Nicht alle Sachverständigen wurden gefragt. Deshalb startet Herr Drieselmann. Die Frage nach den Richtern, die nach dem Ende der DDR in den neuen Bundesländern Recht zu sprechen hatten, bezieht sich aus meiner oder kann nicht nur beschränkt werden auf Richter, die vielleicht inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes waren, sondern, das ist ja mehrfach gesagt worden, viel zu häufig betrachten wir DDR aus der heutigen Brille und gehen sozusagen mit dem rechtsstaatlichen Vorurteil daran und sind uns nicht darüber im Klaren, dass Juristen, die in der DDR ausgebildet worden sind, keine Juristen waren, in diesem rechtsstaatlichen Sinne, wie wir es in der Bundesrepublik Deutschland gewöhnt sind. Und da ist es vollkommen gleichgültig, ob Sie eine Stasi-Mitarbeit irgendwo in Ihrer Biografie stehen haben oder nicht. Sie waren, so war das Selbstverständnis der SED, Machtinstrument der Partei. Und Hilde Benjamin, eine frühe Justizministerin, sagt, Recht ist, was uns nutzt. Insofern ist natürlich einem solchen früheren DDR-Richter gegenüber sitzen zu müssen, ganz grundsätzlich ein Problem, aber insbesondere, wenn es darum geht, die Anerkennung von Haftschäden zu erwirken. Wir haben aber auch das Problem, das inzwischen auch mehrfach benannt worden ist, dass Westrichtern häufig genug die Informationen fehlen. Die Haftsituation oder die Verfolgungssituation in der DDR tatsächlich einschätzen zu können. Und nachdem das hier inzwischen mehrfach gewünscht worden ist, habe ich mir die Frage gestellt, was eigentlich müsste man zum Beispiel Medizinern heute beibringen, worüber müsste man mit ihnen reden, um ihnen die Informationen an die Hand zu geben, die nötig sind, die damalige Haftsituation. Wir müssten ihnen wahrscheinlich Berge von Literatur aus dem Staatssicherheitsdienst geben über operative Psychologie. Wie waren Haftsituationen einzurichten, um die dort Einsitzenden möglichst maximal unter Druck zu setzen? Ich habe auch ein Reha-Verfahren hinter mich gebracht und in der ersten Instanz wurde mein Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung abgelehnt mit der Begründung, aus den Vernehmungsprotokollen des Staatssicherheitsdienstes gehe nicht hervor, dass die Aussagen unter Druck zustande gekommen seien. Habe ich ihm zurückgeschrieben, sorry, kann ich nichts dafür, wenn der Stasi-Oberleutnant vergessen hat, den Stempel drauf zu drücken, der heißt unter Folter zustande gekommen. So ist es. Dankeschön, Herr Drieselmann. Professor Frommer, Sie haben auch eine Frage. Ja, vielen Dank für die zusätzliche Frage. Aus meiner jetzt quasi 30-jährigen Erfahrung sind die schwersten Schäden zu beklagen bei Menschen, die in der Phase politischer Traumatisierung ausgesetzt waren, in der die Persönlichkeit erst entsteht, also zwischen 15 und 25 in der Adoleszenz, in der man ja ausprobiert, in der man Freiheit benötigt, um ein reifer Mensch zu werden, fähig in einer Demokratie zu leben. Und wenn in dieser Phase dann schwere Traumatisierung erfolgt waren, sind das die, die am schwersten zu verkraften sind. Was mir besonders nahe geht, sind die jungen Mädchen, die im Zwangsdoping als pubertär, zum Teil präpubertär, mit männlichen Sexualhormonen, mit Testosteron zwangsgedopt wurden, die dann die komplette weibliche Entwicklung zur Frau verpasst haben. Das ist uneinholbar. Das sind uneinholbare Schäden, die bei diesen jungen Frauen entstanden sind. Das sind also die schwerste Gruppe der Dopingopfer nach meinem Empfinden. Besonders am Herzen liegt mir auch die Gruppe der sogenannten Anti-D-Frauen. Das war eine Gruppe von Frauen, die wissentlich Ende der 1970er Jahre im Raum Leipzig mit einem hepatitisverseuchten Serum, Impfserum, geimpft wurden,
Es war bekannt, dass es verseucht ist. Es wurde trotzdem verimpft. Sie mussten kämpfen bis heute für ihre Rechte. Andere Gruppen, und das wäre eine lange, lange Liste, die jetzt aufzuzählen wäre. Es sind bereits genannt worden die Jugendwerkhof-Geschädigten, die Zersetzungsopfer, der asozialen Paragraph. 5.000 pro Jahr wurden nach dem asozialen Paragraph verurteilt, ins Gefängnis geschickt. Also es ist eine ganze Reihe von Gruppen, die man hier jetzt aufzählen konnte und die auch in der Literatur beschrieben sind. Vielen Dank, Professor Frommer. Frau Glasmer. Ja, vielleicht noch mal kurz zu den Abläufen bei der Begutachtung gesundheitlicher Folgen. Es gibt verschiedene Aspekte, die man sicher noch vertiefen könnte. Das eine ist das, was hier schon angesprochen wurde, auch von meinem Kollegen, dass es sehr viele Richter und so weiter gibt, die sich mit dem System DDR nicht auskennen und entsprechend vielleicht auch Dinge in Frage stellen, die in der Literatur gut beschrieben sind. Ich erlebe immer wieder in den Berichten von Betroffenen, dass die Befragung auch nicht besonders traumasensibel ist, also dass Rückfragen gestellt werden, die verletzend sind. Und ich möchte auch noch mal auf die Gutachtenpraxis eingehen, weil ich selbst auch als Gutachterin hin und wieder tätig bin und dann häufig in längeren Verfahren auch Gutachten auf den Tisch bekomme, die aus meiner Sicht nicht sachgerecht sind. Also wo bestimmte Dinge in Frage gestellt werden, die eben in der Literatur gut beschrieben sind und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen für diese spezielle Opfergruppe Gutachterinnen und Gutachter und Richterinnen und Richter, die sich mit der Thematik auskennen. Und deshalb ist es, glaube ich, es gibt, glaube ich, bei den Landesbeauftragten gibt es ja auch schon so Listen von Menschen, die als Gutachter tätig werden. Ich weiß nicht, wie häufig die genutzt werden, aber ich glaube, man kann einiges retten, weil es ja erfahrene Kolleginnen und Kollegen gibt. Und wenn wir das, was wir heute angesprochen haben, vielleicht auch mit einer kriterienbasierten Festlegung arbeiten, wären viele Begutachtungen nicht nötig und dann hätten wir das Problem schon mal nicht. Vielen Dank. Frau Dr. Kamenski, Sie haben das Wort. Ja, also grundsätzlich ist natürlich die Dynamisierung der sogenannten Opferrente auf jeden Fall zu begrüßen. Allerdings sollte da auch nachgebessert werden, denn der Sockelbetrag von 330 Euro, der ist von 2019 und die SED-Opferbeauftragte hat ja ausgerechnet, dass also mit einem erhöhten Sockelbetrag von 400 Euro wir die Inflationsentwicklung, auch die Rentenentwicklung der vergangenen 5 Jahre durchaus ausgleichen könnten. Und Frau Ottmanns hat ja auch darauf hingewiesen, dass es wenig nachvollziehbar ist, dass das dann erst Mitte 2025 überhaupt in Kraft treten soll. Aber aus meiner Sicht noch mal ein wichtiger Punkt, der auch ergänzt werden sollte, ist, dass die Bedürftigkeit gestrichen werden sollte. Und zwar nicht erst bei Renteneintritt, sondern für alle diejenigen, die in Haft waren, sollte allein die politische Haft ausschlaggebend sein und nicht, ob man heute bedürftig ist oder nicht. Bei der Frage nach der Übertragbarkeit sozusagen dieser Opferrente auf Angehörige, wie beispielsweise die Witwen, da wäre ich sehr dafür, denn Dieter Dombrowski hat das ja eindrücklich auch beschrieben, welche Folgen das auch für die Betroffenen hat, auch für die Angehörigen, für das unmittelbare Umfeld hatte, weil politische Verfolgung in der DDR hat sich nicht nur auf politische Haft bezogen, sondern wir haben ja sehr viele Fälle, in denen die Familien mit betroffen waren und gelitten haben und von daher auch später dann von den posttraumatischen Belastungsstörungen mit in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Also insofern würde ich diese Übertragbarkeit durchaus begrüßen. Danke. Herr Dr. Borschi, Sie haben das Wort. Ja, danke nochmal für die Frage. Ich glaube, in der Runde heute, aber auch in den Stellungnahmen wie auch in den Ausführungen ist mehr als deutlich geworden, dass der Vorschlag der kriterienbasierten Vermutungsregelung bei der Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden das ist, was als Vorschlag bzw. als Möglichkeit im Raum steht, sowohl von Seiten der Medizin, der Forschung, die Landesbeauftragten, wie aber auch die Opfervertreter haben sich für diesen Punkt ausgesprochen. Eine zweite Sache, die mir wichtig ist, war ja diese Herstellung des Einvernehmens mit den Ländern, die ja explizit auf diesen Punkt hinausgelaufen ist. Im Gesetzentwurf wird ja von der Bund-Länder-Runde gesprochen. Und da möchte ich schon darauf hinweisen, dass explizit im Bundesrat, also die politischen Entscheidungsträger der Länder, deutlich gemacht haben, dass diese kriterienbasierte Vermutungsregelung die ist, die gewünscht ist von Seiten der Länder. Es ist noch was anderes, wenn man mit
exekutive oder administrativen Menschen spricht, die in der Umsetzung der Gesetze auf Recht und Gesetz angewiesen sind. Die werden natürlich nochmal eine andere Wahrnehmung oder auch eine andere Schilderung haben. Aber ich glaube, die Botschaft aus den Ländern, der politisch Verantwortlichen aller Länder ist klar, dass diese kriterienbasierte Vermutungsregelung kommen sollte. Das ist der politische Wunsch und das ist die Frage, wie man ihn dann auch eben politisch umsetzen kann. Dankeschön. Und dann abschließend Frau Zupke. Vielen Dank für die Frage, Frau Budde. Das höre ich immer wieder, diese Frage oder auch als Argument, als Gegenargument, dass man ja keine Verbesserung für die SED-Opfer oder darf man das überhaupt, weil damit würde ja eine Gleichsetzung auch mit den NS-Verfolgten eventuell passieren. Und ich muss sagen, ich bin viel in Kontakt auch mit dieser Gruppe. Und das habe ich noch nie gehört. Und im Gegenteil, diese verwahren sich auch dagegen, dafür halt instrumentalisiert zu werden. Und dass dieser Versuch, also Opfergruppen gegeneinander auch auszuspielen, also da muss man einfach von sich weisen. Und wenn wir schon bei der Frage sind, wenn ich darf, hänge ich noch mal was dran. Das eine ist ja das Prinzipielle. Also darf man das, soll man das? Und das andere ist ja die Frage des Geldes auch, die dahinter steckt. Und da möchte ich, das ist jetzt noch gar nicht so zur Sprache gekommen, ich hatte es in meinem Eingangsstatement angedeutet, dass wir erstens mal diese Situation und die Verbesserung in Gesetzen nicht nach Kassenlage entscheiden sollten. Aber dazu kommt noch, dass die Opferrente zum Beispiel, da wurden 5 Millionen weniger ausgegeben letztes Jahr dafür, weil die Leute einfach sterben. Es wurde insgesamt, ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, also da muss man auch noch mal gucken, worüber reden wir hier eigentlich. Und ganz kurz noch als Letztes, wenn ich darf, ich habe ja noch 40 Sekunden, wenn wir über die Bedürftigkeit reden, auch das hört sich so doll an. Wenn wir aber nur mal das Beispiel aus dem Land Sachsen nehmen, da beziehen 7.369 oder so, beziehen die Opferrente und nur 16 Menschen bekommen sie nicht oder gekürzt, weil sie zu viel verdienen. Also, und die meisten oder wahrscheinlich, also die meisten Opfer und immer mehr natürlich naturgemäß gehen in Rente und da bekommen sie sowieso. Und der Verwaltungsaufwand, der dagegen steht, also das würde ich mir wirklich wünschen, dass die Politik hier noch mal überlegt, ob man darauf nicht verzichten könnte. Und es wäre auch eine große Anerkennung für die Menschen, auch gerade für die Menschen, die in Haft gesessen haben, weil es ihrem Wunsch nach einer Art Ehrenpension und nicht nach einer Bedürftigkeitslage entgegenkommt. Vielen Dank. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank an alle Sachverständigen und an Sie, Frau Zupke, als Opferbeauftragte des Bundestags. Das waren wirklich sehr nahegehende Ausführungen, mit denen Sie unsere Fragen beantwortet haben und die Sie uns mitgeben für die weiteren Beratungen. Hier geht es eben nicht nur um Recht im engeren Sinne, sondern auch um Schicksale und um Gerechtigkeit. Und deshalb werden wir die Dinge, die Sie uns mitgegeben haben, sicherlich auch gut überlegen und einfließen lassen. Mir tut es ein bisschen leid, dass hier die Haushälter nicht mit dabei gesessen haben, denn da ist auch häufig das Problem dahinter, Dinge, die uns auch sicherlich überzeugt haben, hier heute letztendlich umzusetzen. Also das ist immer noch eine Hürde. Das gesagt habend, danke ich Ihnen nochmal. Und schließe die Sitzung.